Hallo, ein wunderschönen, was ist heute für ein Tag? Mittwoch wünsche ich euch. Ich bin, glaube ich, bereit. Jawohl, so, Griechenland sind wir. Danke, also, für den Sub, vielen Dank, dankeschön. Es ist ein Kampf um die schlimmste Gesellschaft, die wir haben. Ich will eine griechische Sklavendemokratie und Pia will eine authentische katholische Kirche. Also. Das sind unsere Ansätze. Ich bin der Papst, hallo. Mhm. Um ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was dieses Spiel mir generell ermöglicht hat, in dem letzten Stream bis jetzt. Also, wo ist das denn? Ich finde hier schon wieder nichts. Wo ist es denn? Nein, Politik, Regierung, Gesetze. Also, wir sind eine theokratische Autokratie. Wir haben nationale Überlegenheit wieder eingeführt. Ich glaube, ich war dazwischen auf kulturelle Ausgrenzung und bin mittlerweile auf nationale Überlegenheit. Weltklasse. Wir haben Nationalmilizen. Wir haben noch kein Amt für Inneres, leider. Traditionalismus, Leibeigenschaft, Meinungsfreiheit ist auf Zensur. Aber 81% meiner Bevölkerung wünschen sich kein offener Dissens. Also die wollen einfach noch weniger sagen dürfen. Es ist Weltklasse. Die wollen unterdrückt werden. Ja. Die wollen unterdrückt werden. Ich arbeite daran. Wir haben Kinderarbeit. Es gefällt ihnen. Kinderarbeit. Kinderarbeit ist einer meiner Lieblingsreiter, weil einfach 2,1% meiner Bevölkerung dafür sind, 0,4% sind dagegen und 97,3% ist es einfach egal. Frau, auch geil ist, dass auch Sklaverei ist den meisten Leuten egal, ne? Also musst du nur jemanden finden, der dafür ist. Den meisten ist es egal. Nee, ich habe 51% Zustimmung. Bei Sklaverei? Ja, bei ja. Ach so, nee, Blödsinn, bei keiner Leibeigenschaft. Bei Leib 35% Zustimmung. 51% sind dagegen. Wer ist denn bei dir für Sklaverei? Bei mir ist niemand für Sklaverei. Römer, Grundbesitzer. Meine Grundbesitzer sind nicht dafür. Meine sind dafür, Leibeigenschaft. Was sind denn meine für welche? Gut. Also das funktioniert. Dann haben Geil. Wir weibliche Frauenrechte haben eine Vormundschaft. Ah, wir haben aber da unten das Sklavereiverbot immer noch drinnen, leider. Weil wir haben quasi die Leibeigenschaft haben wir. Das ist Leibeigenschaft, das ist noch nicht Sklaverei. Aber wir haben, also bei mir kriegen die Grundbesitzer auch das Pro-Sklaverei-Verhältnis. Das kann ich freischalten quasi. Die kriegen das automatisch, wenn ich die Schuldsklaverei einführe. Oder den Sklavenhandel. Oder die Erbsklaverei. Genau, da muss man aber erstmal hinkommen. Das ist gar nicht so leicht. Das schaffe ich heute. Weil da muss irgendwer halt erstmal genug für Sklaverei sein. Ich habe mich auch ein bisschen über athenische Demokratie schlau gemacht, tatsächlich. Mhm. Und habe gemerkt, dass ein sehr wichtiger Aspekt des Ganzen, den ich letztes Mal nicht so verfolgt habe, halt wirklich war, was für ein harter Ethnostaat das war. Also halt wirklich nur echte Athener durften halt mitmachen. Witzigerweise ist es doch gar nicht so sehr, wie ich dachte, dass du reich sein musstest. So, also Bürger, das war jetzt nicht so, dass das nur die allerobersten Grundbesitzer waren oder sowas. Du durftest schon auch so als, aber du musstest halt männlicher, echter Grieche sein, der auch seine Militärausbildung schon abgeschlossen hat, glaube ich. Das musstest du machen. Und lustigerweise wurden die meisten Ämter wurden per Losverfahren verteilt. Per Losverfahren? Weil sie auf diese Weise Korruption vorbeugen wollten. Was irgendwie, finde ich, lustig ist, weil es einerseits, du kannst den Gedanken voll nachvollziehen, aber es öffnet halt anderem Desaster so Tür und Tor. War das, nicht allgemein bei den Römern und bei den Griechen so, dass du für Politik nicht bezahlt wurdest? Und dass also vielleicht bringe ich das gerade durcheinander, aber ist das nicht allgemein was gewesen, dass quasi im alten Griechenland und auch im alten Rom Politiker nicht dafür bezahlt wurden, Politik zu machen, eben auch wegen der Korruption? Aber das hat die Problematik mit sich geführt, dass du es dir leisten können musstest, Politiker zu sein, weil das kein Verdienst war, was dann im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass nur wohlhabende Leute in der Politik waren und auch nur diese Interessen vertreten haben. Ja. Ich glaube auch, also es ist so ein bisschen, teilweise ist es natürlich wirklich so wie man es macht, macht man es verkehrt, ne? Ja. Dass es wirklich schwierig ist, weil es stimmt ja so, ne? Und gleichzeitig ist natürlich auch, dass
wenn ein Politikeramt einigermaßen gut bezahlt, dann bist du vielleicht weniger anfällig für Korruption, weil du nicht noch darauf angewiesen bist, Nebenverdienste zu haben. Aber es ist total schwierig. In Rom wurden sie bezahlt, in Griechenland später auch. Okay, aber am Anfang wohl nicht. Oder nee, Pia hat recht, deswegen haben sich Politiker in Rom danach saniert durch Plünderung ihrer Provinzen. Wow. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist nicht, dass das System fehlerhaft ist, sondern der Mensch findet einfach in jedem System einen Weg, es auszubeuten. Ja. Katastrophe. Gut. Möchtest dann du auch noch mal eine Zusammenfassung, weil ich habe ja aufgezählt, ja, was bei mir ist. Möchtest du zusammenfassen, ja, was bei dir geht? Bei mir ist tatsächlich nicht ganz so viel passiert, weil das Problem ist, also mein Ideal ist eben die gute alte athenische Demokratie, die Wurzel der Demokratie, die nobelste Form. Wir sind in der Moderne sehr fehlgeleitet worden durch irgendwelche modernen Verirrungen. Und die alte gute Demokratie war eben nur ethnische Griechen dürfen an der Demokratie teilhaben und wir bringen auch die Sklaverei wieder zurück. Und das Problem ist, dass meine Grundbesitzer nicht verstehen, worauf ich hinaus will, weil die sind total dagegen, dass ich von der Monarchie zur Demokratie wechsle, also auf dem Level, dass sie dann eine Revolte anzetteln, wenn ich das versuche, weil ich ihnen nicht verständlich machen kann, dass ja diese Demokratie dann trotzdem noch für die Reichen, nur für Männer, mit Leibeigenen und Sklaven und nur für, also alles, was sie gut finden, wird in meiner Demokratie weiter passieren. Aber diesen einen Schritt würde ich gerne gehen. Deswegen ist jetzt mein Ziel für heute, ich mache es umgekehrt. Ich führe halt alles ein, was sie gut finden. Ich knechte die Leute bis zum geht nicht mehr, dass mich dann die Grundbesitzer so sehr mögen, dass sie mir die Einführung der Demokratie verzeihen. Das ist mein Plan. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber das ist der Plan für heute. Das wird spannend. Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich beobachte das auch eher mit einem verwirrten Auge, dass du da versuchst, Demokratien zu etablieren. Ja, aber es ist halt, früher war alles besser, Pia. Früher war alles besser. Ach so, ja, ja, klar. Ich bin die Kirche. Ich bin auch der Meinung, dass früher alles besser war. Wobei, ich glaube, es ist ein bisschen ein Problem. Wir beziehen uns auf unterschiedliches Früher. Ne? Mein Früher ist vor Christi Geburt. Und da war ja dann für dich, das ist ja quasi eher so, früher hat gar nicht existiert. Über früher reden wir nicht, wenn wir vor Christi Geburt reden. Über früher reden wir nicht. Redest du über Adam, ja, und Eva? Natürlich, natürlich. Wie ist das eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Für wann fängt denn laut Kirchenzählung die Welt an? Also man zählt ja quasi neu nochmal mit Christi Geburt. So. Mhm. Es gibt vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und es gibt ja die 7 Tage Gott hat die Welt erschaffen Geschichte im Christentum. Aber ab wann quasi, ab welcher Teil der menschlichen Evolutionstheorie ist von der Kirche noch anerkannt? Bis wohin hat es laut der Kirche die Menschen gegeben? Wie weit geht, wo ist die Grenze? Es steht so recht viel im Chat, 4500 bis 6000 Jahre, so schreiben unterschiedliche Leute. So alt ist die Welt, wohl laut irgendwelchen Mönchsrichtungen. Es wird auch geschrieben, als Papst sollte Pia das doch selber wissen. Das stimmt. Was hast du seiner Verteidigung zu sagen? Wasser predigen, Wein trinken, nur weil ich anderen sage, dass sie die Bibel lesen müssen, heißt das ja nicht, dass ich sie selbst gelesen habe. Sehr gut. Ja. Gut. Dann können wir loslegen, glaube ich, mit dieser Prämisse. Da sagen auch alle bei mir, Abraham hat 6000 Jahre gehabt, um seine 12 Völker zu zeugen. Okay. Ich kenne ihn nicht, Karim. Wer ist Rodrigo Borgia? Oh, Rodrigo Borgia ist ein wundervoller Papst. Der hat halt, gab sogar eine Serie dazu. Das war halt einfach ein intriganter Politiker, der sich zum Papst hat wählen lassen als Mitglied einer der mächtigsten Familien Roms. Und
sich, sage ich mal, nicht so sehr aus der weltlichen Politik rausgezogen hat, wie er das hätte tun sollen. Oh. Er war, glaube ich, auch der Endgegner in einem Assassin's Creed. Ich glaube, im Zweier. Wenn du in einem Assassin's Creed der Endgegner bist, dann... hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Also ich bin sicher, Karim kann dir noch viel fundierter über Rodrigo Borgia erzählen, aber guter Typ. Blackout schreibt gerade auch, als Gottesvertreter auf Erden hast du es ja nicht nötig, die Bibel zu lesen. Du weißt das doch instinktiv. Ja, ich schreibe einfach neue Kapitel in die Bibel, wenn ich das Gefühl habe, sie reicht nicht aus, um das umzusetzen, was ich will. Ja. Also macht man das nicht so. Ups, hätte ich das nicht laut sagen dürfen. Hobbala. Hobbala, hobbala. So, wir müssen jetzt auch ein bisschen bauen, Leute. Deine Nachricht stand mittlerweile 30 Mal in meinem Chat. Du darfst jetzt aufhören, die gleiche Nachricht weiter zu spammen. Das ist knallhart. Ja, es ist, ich bin darauf sogar schon eingegangen. Ich habe darüber sogar schon interagiert und habe es sogar schon vorgelesen. Aber er schreibt sie immer wieder rein. Der Grund, warum es nicht automatisch drin landet, ist, dass du den Slur, der das Problem ist quasi, der wird nicht rausgeschrieben. Also es geht um das U-Menschen, das auch die Nazis benutzt haben gegen marginalisierte Gruppen. Und weil das halt ein Schimpfwort aus der Nazi-Zeit ist, sagt mein automatischer Bot halt, hey, darf diese Nachricht zugelassen werden oder nicht? Und ich will halt dieses Wort nicht im Chat stehen haben. Deswegen habe ich nur vorgelesen und das Wort geskippt. Ist das ein Twitch-Bug? Ich glaube, dass die Person das eher mehrfach postet, weil sie ihre eigene Nachricht im Chat nicht sieht. Kann das nicht... Also, ich glaube, also ist ja auch egal. Aber letztendlich... So, Leute, wir machen jetzt hier Schritt für Schritt Sachen, die die Grundbesitzer geil finden. Auf Grundbesitzerwahlen wechseln ist ja sogar schon mal ein Schritt mehr zur athenischen Demokratie. Ich würde gern irgendwann natürlich schon tatsächlich sogar hier ein bisschen liberaler werden, weil jeder Athener Bürger soll wählen dürfen. Ich glaube irgendwie, Zensuswahlrecht passt am besten, letztlich. Nur Menschen von gewissem Stand, die lesen und schreiben können, haben ein Stimmrecht. Aber erstmal kriechen wir jetzt den Grundbesitzern richtig in den Arsch. Warum geht das denn jetzt nicht auf? Und derweil sanieren wir die Wirtschaft des Landes weiter, aber auf eine Weise, die Grundbesitzer stärkt, natürlich. Oh, so, Karim schreibt, dass Rodrigo Borgia, auch Alexander der VI. Genannt, sehr berüchtigt war und unter anderem war er auch nicht unbedingt zölibatär und hatte viele Kinder. Das war wirklich ein guter Typ, so als Papst. Der hat viele lustige Sachen gemacht. Hat viele lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel Kinder. Kinder hat er auch gemacht. Ja. So, Bauern, süditalienisch-katholisch in Umbrien, wird von einer Interessensgruppe, römische Kurie, versichert, dass sie trotz ihrer harten Lebensbedingungen dem größeren Wohl der kirchenstaatlichen Nation dienen. Leibeigene werden im Jenseits für ihren Dienst entlohnt. Ja, das ist ja Weltklasse. Wenn wir Menschen mit Religion einreden, dass die Leibeigenschaft, in der sie leben, gerechtfertigt ist, was könnte daran bloß moralisch verwerflich sein? Mir fällt gar nichts ein. Gar nichts hier. Ist alles super. Hau raus. Ah, ja, upsi. Ja, ich möchte halt die Sklave... Oh, die beiden Sizilien fordert, dass wir uns ihm unterwerfen und sein Protektorat werden. Nein. Spinnt ihr? Okay, das heißt, ich muss... Stammbaum ist ein Kreis, wird auch noch geschrieben. Ey, es ist wirklich, also... Ich muss mal ganz kurz Pause drücken, weil ich gerade ein bisschen nervös werde. Weil wenn ich das gerade richtig gesehen habe, wurde mir jetzt damit der Krieg erklärt, ne? Weil ich das abgelehnt habe. Das heißt, ich muss ganz kurz nur mich erinnern, wie ich wieder an Armee komme. Weil ich habe halt literally keine Armee
bis jetzt. Chat sagt nein. Also ist das noch nicht die Kriegserklärung gewesen, dass ich das abgelehnt habe? Das heißt, die kann noch dazukommen. Okay. Hab nichts gesagt, bin wieder ruhig. Jawohl. Ich habe halt noch gar keinen Krieg geführt in dem Spiel. Deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie es geht. Ich habe auf jeden Fall eine Kaserne in Lazio. Da habe ich, wie es aussieht, Linieninfanterie, Artillerieunterstützung, Kavallerieaufklärung. Und that's it, basically. Ich habe auch keine keine Sanitätshilfe at this point. Das Problem ist, das hat man tatsächlich allgemein kaum, weil da brauchst du Opium dafür. Und das gibt's so gut wie gar nicht irgendwo. Das gibt's, glaube ich, wo gibt's das? In China und irgendwo in Afrika, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber halt quasi fast gar nicht. Was ich dir aber zur Beruhigung sagen kann, auch Leute, die schon viel Krieg geführt haben in dem Spiel, wissen nicht wirklich, wie es geht, weil das System echt nicht sonderlich toll ist. Ägypten, China, Japan gibt es Opium, genau. Sanitätseinrichtungen hat man wirklich oft einfach. Aber das ist ja gut, dass es das dort gibt. Weil ich arbeite ja schon daran, dass ich koloniale Ausbeutung umsetze. Sehr gut. Und wenn das besonders weit weg ist, wo es das Opium gibt, dann kriegt meine Bevölkerung möglichst wenig mit von dem Leid, das wir verursachen. Und deswegen interessiert es auch möglichst wenige. Sehr gut. Das ist eine gute Sache. Da kann ja nichts schief gehen. Da kann ja nichts schief gehen, ja. Ah, da gibt's auch noch Triage. Damit hätten wir erste Hilfe für Kasernen. Ich lerne mal eine Triage. Koloniale Ausbeutung, ja, Kreuzzug und Wille des Herrn. Ah, ich muss ja besser reden, stimmt. Es ist keine koloniale Ausbeutung. Es ist die internationale Treue durch wirtschaftliche Zugehörigkeit für Jesus Christi, unseren Herrn. Missionierung durch Wirtschaft. Ja. Finde ich gut. Pia Wult wird im Chat geschrieben. Gut. Gut. Glück gehabt. Ey, es hat nicht funktioniert mit den Grundbesitzerwahlen. Das finde ich nicht gut. 63% Erfolgschance, weil eine öffentliche Ansprache aus dem Ruder läuft. Jesus liebt dich. Ein wahres Desaster in Öffentlichkeitsarbeit. Oh nein, was hast du angestellt? Nee, der Typ. Josef Ludwig von Armansberg. Furchtbar, ey. Ja, er wird die Schuld für diesen Rückschlag, muss die Schuld auf sich nehmen. Das hat er die Chance reduziert. 63% Erfolgschance und der Typ failt einfach, weil er nicht reden kann. Das könnte mir nie passieren. Ich würde ihn stolpern lassen. Wenn er nicht reden kann, ist die Wahrscheinlichkeit auch gut, dass er nicht gehen kann. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Oder wir machen so einen Putin und er fliegt zufällig aus dem Fenster oder sowas. Und auch noch vier andere Politiker. Boah, die Fenster bei uns sind auch so fragil. Wir brauchen echt bessere Fenster, ey. War das nicht bei unserem Crusader Kings 3 Run? Waren es nicht die vielen Treppen in Italien, wo die Kinder stürzen? Ja, es war ganz schlimm. Eine Tragödie, sag ich mal. Diese Treppen sind so schief. Ja. Es war wirklich traurig. So viel Unglück ist geschehen. Okay. Wollen wir eine Nationalgarde oder eine Geheimpolizei? Ich finde, Nationalgarde passt halt zum Papsttum ganz gut, so wegen Und eine Geheimpolizei nicht? Schweizer Garde, ne? Und eine Geheimpolizei nicht? Ja, auch. Die Geheimpolizei vielleicht. Überwacht radikale Elemente und Aufrührer, vor allem Menschen, die nicht in Gott glauben. Ah, okay. Stimmt, Geheimpolizei passt auch. Das sind dann die Inquisitoren.
Das stimmt. Ja, da fühlen sich meine Mods jetzt sehr getriggert, weil meine Mods sind ja die Inquisition hier. Das hat sich so etabliert. Ja, wir gucken mal. Wir schauen, ob wir es durchbekommen. Kleinbürger wollen es nicht und Streitkräfte wollen es nicht. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Doch, warte mal. Doch, Kleinbürger wollen es, Intellektuelle wollen es nicht. Aber Intellektuelle sind bei mir doch eh schon. Also, die haben eh schon zero Einfluss auf irgendwas. Ich würde die jetzt einfach mal parallel noch so ein bisschen unterdrücken. Wow. Bisschen unterdrücken, Pia, wie man es halt macht. Ein bisschen, ja, ist ja nicht viel, nur so ein bisschen unterdrücken. Der Vatikan hat doch auch einen Secret Service, oder nicht? Hat er das? Boah, das wusste ich gar nicht. Es gibt anscheinend wieder irgendeine Revolution in Großbritannien, aber das muss uns nicht beschäftigen. Wir sind unterdrücken kann sie ja schon aus dem Real Life. Hier verfeinert sie es nur. Wow. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wow. So, und dann können wir, ja, Regierungs... Ich weiß gar nicht, was die Geheimpolizei für eine Ressource dann frisst. Ich hatte die noch nie. Also wenn ich die jetzt einführen würde, dann... Ah, die macht Bürokratiekosten. Und wir haben nicht so viel Bürokratie. Ja, wir brauchen Regierungsgebäude. Die Bürokratie machen. Sehr gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Geheimpolizei bekomme, ist irgendwie sehr gering gerade. Das finde ich sehr schade. So, Leute, wir haben jetzt Grundbesitzerwahlen. Das heißt, Aristokraten, Kapitalisten, Kleriker, Offiziere sind besonders stark. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich meine, damit haben wir doch jetzt, das wird doch interessant. Damit haben wir doch jetzt dann eine, schon eine Demokratie, aber eine konstitutionelle Monarchie. Das ist ja praktisch, das fiel mir nämlich vorher auf, das ist ja ein Weg, wie ich meinen blöden König loswerden kann, wenn der einfach abgewählt wird. Ja, klar. Wenn die sich auch gegen dich auflehnen, dann übernimmst du es ja quasi das neue Ding. Genau, dann brauche ich quasi gar keine komplette Demokratie erstmal, sondern wir haben jetzt ja schon eine und sind einen Schritt näher gekommen zur guten alten athenischen Demokratie. Ist doch wundervoll. Der nobelsten aller Demokratien. Muss man direkt mal zur Feier des Tages ein paar Leute in die Kohleminen schicken. Ja, ich kann keine Kohleminen bauen, dann müssen wir Kohle importieren. Also, ich habe echt, meine Bevölkerung ist zu arm. Also, meine Reichen sind zu arm. Das ist hart. Meine Unterschicht ist darbend, das ist völlig fein, das ist großartig. Ja. Aber meine Mittelschicht ist auf 20,1 und ist damit sicher. Und meine Oberschicht ist auf 23,4. Ist nicht gut. Ich will quasi eine nicht existente Mittelschicht haben und eine überreiche Oberschicht. Mm. Und dann möchte ich die Mittelschicht dafür verantwortlich machen, dass das ganze System nicht zerbricht und der Mittelschicht erklären, dass die Unterschicht schuld ist. Ja, genau. Das macht man ja auch so. CDU-Cosplay. Ja, ja. So, als nächstes vielleicht mal ein bisschen... Gut, also wir müssen auf jeden Fall noch zu einem richtig harten Ethnostaat werden. Wieso willst du aus dem Vatikan Deutschland machen? Ah, it hurts.
Wo können wir noch hin, was die Grundbesitzer richtig wollen? Agrarismus ist, glaube ich, auch... Oder Traditionalismus. Was ist am nächsten am alten Griechenland dran, würdet ihr sagen? Agrarismus oder Traditionalismus? Oh, es hat sich herausgestellt, dass Carcano de Samuel Cagnazzi von der Interessensgruppe Römische Kurie insgeheim eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus hatte. Man verlangt nach seinem Rücktritt. Er ist leichtsinnig, Diplomat und ein Bandit. Ja, dann musst du jetzt zurücktreten. Ich trage nicht die Verantwortung für dich. Nee, warum sollte man auch, ne? Nee, das ist nicht mein Problem, das ist ein Einzelfall. Ja. Das ist ein Einzelfall, hat nichts mit mir zu tun. Wenn er so blöd ist, sich erwischen zu lassen, dann muss er das selbst austragen. Wird gesagt, der Traditionalismus ist eher noch. Ja, das stimmt. Athen war ja jetzt keine komplette Landwirtschaft, ne? Also Agrarismus passt wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein archaisches Wirtschaftsmodell. Das heißt, dafür müssen wir noch mehr an den Steuern schrauben. Ich muss Werkzeuge bauen. Wie war das denn nochmal? Arbeitslos 110, Bauern 287. Bauern sind die, die andere Jobs annehmen können, ne? Solange sie Bauern sind, erhalten sie sich selber. Und wenn sie dann einmal Jobs hatten und diese wieder verlieren, sind sie arbeitslos. So war das, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Genau. Er ist unglücklicherweise auf sein Schwert gefallen. Ja, es sind die Treppen in Italien. Die Treppen sind so steil, da kann man schon mal stürzen. Leute, weiß jemand, wie das Steuersystem im alten Griechenland funktioniert hat? Wie wurde besteuert? Ich kann jetzt hier Verbrauchssteuerungen. Ein Steuerrecht ohne direkte Einkommens- oder Kopfsteuer. Stattdessen werden Einnahmen die Besteuerung eines Warenverbrauchs erzielt. Grundsteuern, traditionelle Form der Besteuerung, die auf Landbesitz basiert, das klingt relativ passend. Kopfsteuern, Steuersystem, das die Armen durch eine Kombination aus Einkommens- und Kopfsteuer unverhältnismäßig stark belastet. Das klingt natürlich auch irgendwie schön, weil wir wollen ja die Grundbesitzer erfreuen. Das klingt auch schön. Ja, oder halt proportional, oder waren sie sogar richtig progressiv und haben gesagt, proportional steuern. Jeder versucht, basierend auf seinem Einkommen das Gleiche zu zahlen. Oder Stufensteuern, dass sogar die Reichen am meisten zahlen. Wie war das im alten Athen? Wie haben die das gemacht? Weiß das zufällig jemand? Die haben auf jeden Fall sehr viele Steuern erhoben. Aha. Wow, die russische Partei bei mir hat alle Stimmen gekriegt. Holy shit. Irgendwie habe ich das Gefühl, warum ist es die russische Partei? Wir sind doch in Griechenland. Warum habe ich das Gefühl, dass es bei der Wahl nicht ganz mit rechten Dingen zuging? Aber damals gab es auch noch gar keine Partei. Die Regierungspartei zu 100% gewonnen hat. Das musst du dir mal eingehen lassen, Pia. Das ist eine Partei, Kombination aus Streitkräfte, orthodoxer Kirche und Grundbesitzern. Alter. Und weil natürlich bei mir auch nur Grundbesitzer wählen dürfen. Alter. Haben die sich einfach alle selbst gewählt? Und meine russische Partei, warum ist es die russische Partei? Ich verstehe das nicht. Also mein König ist ja, das wusste ich übrigens auch nicht, dass der russische König damals war ein Wittelsbacher, Otto von Wittelsbach. Es gibt auch keine andere Partei. Das stimmt, es gibt drei andere Interessensgruppen, die in keiner Partei sind. Ja, Demokratie ist schon was Schönes, nicht wahr? Im Griechenland haben alle Steuern gezahlt, gemessen an ihrem Besitz. Wie ich das lese, wurde Wohlhabenden die besondere Ehre zuteil, öffentliche Ausgaben zu sponsern. Okay. Das heißt... Aber dafür hast du dich dann wahrscheinlich dann auch feiern lassen dafür, ne?
Ja, klar. Du bezahlst irgendwie den Weg, der zum Krankenhaus führt, und deswegen müssen alle, wenn sie sich im Krankenhaus behandeln lassen, dann irgendwie besondere Danksagungen an deine Familie aussprechen. Ja, okay, das heißt, sie sind sogar wirklich, das heißt, die alte attische Demokratie hätte sogar hier positives Steuerrecht. Okay, dann können wir hier noch nicht hin, weil ich will ja Leute unterdrücken. Was wollen die Grundbesitzer? So, die Protestbewegung, die die Leibeigenschaft abschaffen wollte, hat sich aufgelöst. Schön. Man muss manchmal Dinge auch einfach nur aussitzen. Das stimmt. Das denkt sich die CDU auch seit 16 Jahren. Hat ja auch funktioniert. Ich muss aufhören, die ganze Zeit CDU-Jokes zu machen. Ach, kann man schon ab und an mal machen. Kein offener Dissens wäre noch ganz geil. Da sind sie auch bei mir voll am Start für. Wobei, das waren sie im Griechenland nicht. Ne? Sie hatten ja sogar wahrscheinlich Versammlungsfreiheit. Sie hatten ja wahrscheinlich sogar Meinungsfreiheit, die komischen Leute. Hey, Maurice, versuchen wir gerade die schlimmste Nation ever zu werden? Oder bist du hier auf Kuschelkurs? Ja, ich will historisch. Das Endziel ist ja immer noch die Sklaverei, Pia. Ich versuche nur dahin zu kommen. Über die Demokratie kommst du nicht zur Sklaverei. Ja, doch, wenn jemand gewählt wird, der Bock hat auf Sklaverei, dann schon. Alter, ey. So, ich habe jetzt noch kurz Zeit, meine Regierung umzubilden. Weil ich ja eine Wahl hatte. Das heißt, ich könnte. Ne, aber die Grundbesitzer sind einfach immer noch. Nee, wobei, sie sind inzwischen, ist es okay. Inzwischen könnte ich sogar allmählich zur Demokratie kommen. Wenn ich später noch die Intellektuellen reinsetze. Lass doch mal vielleicht gucken, ob ich die Intellektuellen jetzt noch reinkriege. Und vielleicht die Armee. Ah ne, dann kriege ich vielleicht massiv Legitimität. Okay, das machen wir mal später noch. Jetzt werden erstmal noch ein paar Tyrannengesetze erlassen. Und die nächste Wahl kommt ja bestimmt. Also, bisschen Leibeigenschaft und Ethnostaat wäre doch noch was. Nationale Überlegenheit, da haben wir nicht so viel Chance drauf. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzesgebungsvorgang, Geheimpolizei, ist Sebastiano Capello, das Oberhaupt einer Interessensgruppe, die Kleinbürger, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen in den Staatsapparat nutzt. Die einzigen, die es stört, sind die Intellektuellen. Die haben eh nichts zu sagen bei mir. Es ist eh. Also die Intellektuellen sind auf minus 10 bei mir mittlerweile, aber es sind auch nur 4,7%, was den politischen Druck angeht. Also. Ich sehe übrigens gerade, vorher war sie leider nicht da, die Person mit dem Buch ist jetzt wieder im Chat. Hallo, Pia hatte sehr viel Spaß an der Geschichte und wir haben Pläne geschmiedet, dass sie ihr Buch schreibt, um Leute zu triggern, dass Zuschauer zu ihr kommen und ich mal zu Gronkh gehe und da Bücher empfehle, die Leute aufregen. Also wir haben das weitergesponnen. So, ich glaube, der Agrarismus und dann kann ich Leibeigenschaft, oder? Ja, das klingt gut. Nicht lang, bis wir das durchbekommen. Das Vorankommen ist echt slow. Ich habe nur ein Vorankommen von 14%, ey. Der Papst gehört zur CWU, christlich-weltliche Union. Wow. So, die Frage ist ja jetzt wirklich, wie bekomme ich meine reichen Leute reicher?
Ich meine, wir sind schon an einem Punkt, an dem meine Unterschicht 10% ihres Einkommens an Steuern zahlt, meine Mittelschicht 3,6% und meine Reichen 4,9%. Aber ich will meine 4,9% bei den Reichen noch runterbekommen. Verstehe ich. Verstehe ich sogar gut, ja. Vor allem Dienstleistungen müssen billiger werden. Dienstleistungen, Kleidung und Fleisch. Du brauchst Christian Lindner als Chefberater. Oh Gott, Leute, ey. Alter, ey. Also wir machen jetzt, glaube ich, erstmal hier Agrarismus. Da kommen wir erstmal schon mal hin. Das finde ich gut. So. Dankeschön, Raso. Weil ich übrigens so eine Enttäuschung als Streamer bin und kein Narrenkappa-Emote habe, wird jetzt bei mir inzwischen sehr viel das Coppelius-Narren-Emote benutzt. Was ich natürlich auch gut heiße, weil Coppelius zu abonnieren ist immer eine gute Lebensentscheidung. Ist eine sehr gute Lebensentscheidung. Ja, eine der besten, die man treffen kann. Aber es zeugt natürlich auch von meinem Versagen. Absolut. Es ist sehr gut, ja. Was dann? Einer meiner Generäle hat von einer Affäre Syphilis bekommen. Ja, aber passt schon. Ist ja nicht, ist ja sein Problem. So, ne? Scheiße, ey. Das neue Oberhaupt der Intellektuellen ist 25 Jahre alt, ist ein Politprofi und innovativ. Ich mag das nicht, wenn die innovativ sind. Die sollen träge und alt sein. Träge, alt und Säufer. Ja, ich... Oder mal pro Sklaverei. Das ist, finde ich, wichtig. Aber das kriegst du bei den Intellektuellen nicht. Ich glaube, es wird doch teilweise einfach gewürfelt. Also, dass der Kopf einer Bewegung kann, glaube ich, dann auch irgendwie, abgesehen davon, also eine persönliche Eigenschaft haben, dass er sehr intellektuell und progressiv ist, aber halt irgendwie doch auch für Sklaverei. Ich glaube, das kann passieren. Es wäre schon ziemlich absurd. Aber wäre nicht das Erste, was in einem Paradox-Spiel sich aus den Spielmechaniken ergibt, sage ich mal, das zu einer gewissen Absurdität führt. Oh, ich bekomme hier, ich kann hier einen Erfolg freischalten, wenn ich das gerade gesehen habe. Ich kann hier, wo war das denn gerade? Ich kann Religion, Autokratie, Nationalität. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Das folgende muss insgesamt 30 Jahre gelten. Mindestens, es muss Monarchie oder Theokratie sein. Wir haben die Theokratie. Der Kirchenstaat hat Staatsreligion, der Kirchenstaat hat Autokratie, beliebige Bürgerkriege, Fortschritt für den Bürgerkrieg ist nicht größer als 50. Das bedeutet, ich muss einfach nur 30 Jahre so durchhalten, dann habe ich das Ereignis offizielle Nationalität. Ja, ist doch super. Ich hatte tatsächlich kurzzeitig ja fast einen Bürgerkrieg, weil ich Demokratie wollte. Alter. Jetzt haben wir eine Agrarwirtschaft, eine gute, alte, ländlich geprägte Wirtschaft, wie damals. Früher war alles besser, Leute. Weil wir gerade noch, ne, wie war das nicht? Man wurde für die Regierung nicht bezahlt im alten Griechenland, weil keine Korruption. Dann setzen wir mal die Regierungsgehälter auf ganz niedrig. Und die Militärgehälter auch, weil das ist ja auch ein Dienst an der Gesellschaft, den man da leistet. Wir wollen das ja nicht durch schnöden Mammon verwässern.
die noblen Dinge, die ihr da tut für euer Land, ne? Also das wäre ja wirklich ganz verkehrt. Das wollen wir wirklich nicht. Also, dass ihr da Geld bekommt dafür. Dass ihr überhaupt irgendwie Geld bekommt. Ich glaube, ich werde einfach meinen... Oh, wenn ich das mache, bin ich im Minus. Richtig, jeder Athener Bürger ist geehrt, in einem solchen tollen Land zu wohnen und wird deshalb sehr freigebig seine Arbeitskraft für das Wohle der Allgemeinheit einsetzen. Wahrlich, ja, so ist es. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Gott, ich krieg diese Geheimpolizei nicht durchgeboxt, ne? Die möchte bei mir einfach nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist echt eine Herausforderung, die gerade so weit zu kriegen. Ja, es braucht 100 Jahre. Wir waren Erfolg. Wir waren auf 53% mit dem Erfolg dazwischen und sind jetzt wieder auf 42% runtergeknallt. Leider. Es ist ein sehr langsamer, sehr mühsamer Prozess. Und leider sind die Gewerkschafter und die Intellektuellen so anstrengend. Wir sind die ja. ganze Zeit am Jammern wegen der Leibeigenschaft. Das ist Katastrophe. Dass ja, die da auch einfach sich nicht dagegen stellen. So. Das ist schlimm. Ich verstehe das total. Tschüss, Beinspiegel. Ich glaube, wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen... also da. Wir müssen ja unsere Wirtschaft... Oh, es ist da. Sehr schön. Das war ein Krampf. Da ist es. Jetzt haben wir auch endlich innere Sicherheit. Damit können sich Menschen jetzt auch endlich sicher fühlen hier. In unserem Land. Ach gut. Bis jetzt waren wir nicht sicher. Aber bald. Ja, finde ich gut. So. Dann haben wir das hier alles abgeschlossen. Eingesetzte Verwaltung, Erbverwaltung. Was verändert das für uns? Eingesetzte Verwaltung. Nein. Nein, wir wollen eine Erbverwaltung haben. Das finden die Kleinbürger nicht gut, aber die Grundbesitzer finden das gut. Alles, was die Grundbesitzer gut finden, ist gut. Damit machst du die reichen Leute reicher. Ja, das ist ein guter Gradmesser eigentlich. Wenn die Grundbesitzer was geil finden, ist es tatsächlich in der Regel eine super tolle Idee. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Grundbesitzer nicht für Sklaverei sind. Also, die werden für Sklaverei, wenn du es ihnen schmackhaft machst. Ja, genau, genau. Schmackhaft machen richtig, halt. Richtig, du musst es nur einmal einführen, dann merken sie, oh, stimmt. Das ist ja eigentlich voll die geile Idee. Aber ich weiß immer noch nicht, woher ich die Person hole, die das wieder einführt. Ja, das ist die Schwierigkeit. Die muss, glaube ich, random aufploppen, so ein bisschen. Ja, aber das kann doch nicht nur an einem Zufall hängen, oder? Das ist die Frage, Leute. Kann ich die Sklaverei irgendwie noch forcieren? Also irgendwie kriegst du sie bestimmt rein, oder? Im alten Griechenland gab es wahrscheinlich keine öffentlichen Schulen, oder? Also ich würde eher sagen Privatschulen, das waren diese Philosopheninstitute, oder? Ich glaube auch, dass das eher Privatschulen waren, ja. Aber ich weiß es nicht genau, ich war im alten Griechenland nicht in der Schule. Stellt man immer eine harmlose Frage an den Chat und wird direkt hier wieder getrollt. Na, wenn der Chat mal nicht trollt, dann die Stream-Kollegin. Das ist alles hier schlimm. Ups. Ja, da kannst du jetzt zu Recht mal Ups sagen. Ich fühle mich nicht schlecht deswegen. Ja, dachte ich mir.
So, was können wir hier in der Gesellschaft? Bisschen Nationalismus vielleicht mal. Geil, ja. Wir haben die Psychiatrie freigeschalten. Es gibt Zeiten, wo der Chat nicht trollt, wird gefragt. Vielleicht, wenn der Stream offline ist. Ich möchte halt super gerne Italien vereinigen, aber ich will halt nicht beide Sizilien als Vereinigungskandidaten haben. Ich möchte gerne die Vereinigung machen. Ja. Diplomatiespiel mit dem Kriegsziel Italien vereinen beginnen. Der Kirchenstaat ist kein Vereinigungskandidat für Italien. Warum nicht? Offenbar respektieren sie dich nicht genug. Würde ich mal drüber nachdenken. Wollen die Grundbesitzer noch so? Und was will die orthodoxe Kirche? Ich meine, wir können ja mal damit anfangen, einfach die Toskana zu schlucken. Es hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass, also, ne? Oh Gott, ein Vulkanausbruch ungeahnten Ausmaßes hat die Lebensgrundlage vieler unserer niederländisch-indischen Brüder und Schwestern in Westjava völlig vernichtet. Die Explosion des Krakatau war noch aus Hunderten von Kilometern Entfernung zu hören und alles, was das Pech hatte, in der Nähe der Insel zu sein, wurde augenblicklich ausgelöscht. Sind das Christen? Das ist eine gute Frage. Niederländisch-Indien, zu den Details. Kulturen niederländisch, Religion protestantisch. Ja, das tut mir leid. Die Natur ist eine launische Kreatur. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich kann das nicht. Ey, ich falle von einer Kleinmacht auf einer Winzmacht, weil mein Prestige nicht reicht. Ernsthaft? Man könnte fast meinen, die Rückführung zu einem archaischen Agrarstaat auf dem Modell von vor 2000 Jahren bringt dich in der Welt nicht unbedingt weiter. Aber das ist alles Quatsch. Wir sind auf dem richtigen Weg, meine griechischen Brüder und Schwestern. Lasst euch von unserem mangelnden Ansehen in der Welt das nicht irgendwie falsch, das ist absoluter Unsinn. Nur weil wir uns jeder modernen Innovation verweigern und nichts anderes bauen als neue Felder und so, heißt das nicht, dass wir nicht auf dem Weg zu Reichtum und Wohlstand sind. Und nur weil ihr alle gerade kein Geld mehr verdient, ihr Soldaten und Regierungsangestellte, das ist ja sogar eher prestigeträchtiger, Alter, weil ihr arbeitet quasi ohne nicht für schnöden Mammon, sondern für Griechenland, dass die Welt in ihrer verklärten ideologischen Verblendung das als nicht prestigeträchtig sieht. Ja, aber warum sollten wir den Leuten in Westjava helfen, ja auch gerade dieses Ereignis, wenn die uns nicht respektieren? Also das gleiche Geld könnte ja auch an gute, echte Griechen gehen. Ja, die Natur ist in der Tat eine launische Kreatur, wa? So. Wir wollen mechanische Werkzeuge. Wir haben sehr viel jetzt nur in unsere Gesellschaft bis jetzt in der Forschung investiert. Es wird Zeit, dass wir unsere Wirtschaft ankurbeln. Ich möchte jetzt eine wirtschaftliche Großmacht werden. Innerhalb eines autokratischen Systems. Es ist halt. Wir müssen uns auf Zentraleuropa vorbereiten im 21. Jahrhundert. Das heißt, wir müssen wirtschaftlich unabdingbar werden, damit der Günther und die Ursula, die zu Hause in Deutschland auf ihren Sofas sitzen, uns und den anderen Mitbürgern erklären, dass Diktaturen gar nicht so schlimm sind, wenn sie wirtschaftlich funktionieren
um uns zu, unseren Diktatorstatus zu sichern für die nächsten 500 Jahre. Ich mag, wie du denkst. Ja. Wir müssen ein Wirtschaftsmacher werden, es hilft nichts. Dankeschön, Ruby, für die 13 Monate. Wenn du Italien gründen möchtest, solltest du dich mit den anderen Staaten gutstellen, sprich Beziehungen verbessern. Hat Italien Öl? Nein, Entschuldigung, oh Gott, ich muss. Oh Gott, ich muss aufhören. Ich glaube, mit Olivenöl kommen wir nicht so weit, Leute. Ich hatte gestern in Old World ein Event, wo eine Verehrerin hat mir ein Gedicht vorgelesen über sexuelle Praktiken mit Olivenöl, die sie mit mir vollziehen möchte. Und weil meine Ehefrau eh gerade in meinen rachsüchtigen Bruder verliebt war, habe ich mich voll drauf eingelassen. Weltklasse. Absolut Weltklasse. Okay. Ja, vor allem, ich war halt Romulus, der Gründer Roms, und meine Frau war in Remus verliebt. Das war halt echt nicht optimal. Hast du sie geköpft und an den Stadtmauern aufgehängt? Ich habe sie aufgrund von Wahnsinn in den Kerker werfen lassen, wo sie dann verendet ist. Äquivalent, ja. Finde ich gut. Ja, was ein bisschen schwierig war, weil sie gleichzeitig Oberhaupt der römischen Religion war. Aber sobald sie dann weg war, war das auch kein Problem mehr. Also, meine Freunde der Sonne, ihr habt gesagt, ich muss, um Italien zu gründen, muss ich meine Beziehungen verbessern. Habe ich das verstanden? Das heißt, ich möchte mehr wirtschaftlich stärker werden. Und gleichzeitig möchte ich meine Beziehungen verbessern, damit ich dann Leute schlucken kann. Oder alles erobern. Die Frage ist halt, wie krass ist denn der Einfluss von meinen Nachbarländern? Also wie sehr mögen die mich denn, wenn ich theokratisch und autokratisch bin? Ach, bestimmt super. Das sind doch total sympathische Eigenschaften. Du brauchst, glaube ich, auch den Pan-Nationalismus, damit die anderen einsteigen. Nein! Mit dem Pan-Nationalismus gehe ich doch zurück, was meine Erwartungshaltung angeht. Oder? Warte mal, wo war denn das? Der Pan-Nationalismus ist, wo ist das denn? Ach so, die Forschung. Ich glaube, die habe ich aber sogar schon, oder? Habe ich die schon? Ich hatte das, glaube ich, schon erforscht. Ah, nee, das ist das Nächste. Da, Pan-Nationalismus. Das führt zu multilaterale Bündnisse. Das industrielle Potenzial und die globale Reichweite moderner Staaten erfordert die Bildung echter internationaler Bündnisse, die unsere Interessen sichern können. Okay, das heißt, das muss ich noch erforschen. Jawohl. Leute, wir schaffen das mit der nationalen Überlegenheit. Ne? Das kann ja nicht sein, dass Leute, die hier nicht griechischen Brauchtums frönen, im Staat irgendwas zu sagen haben. Ja, Frankreich interessiert mich nicht. Ich möchte einmal gucken. Friedensvertrag, auch das interessiert mich nicht. Ich möchte einmal gucken, wo war denn dieses Ziel mit Italien vereinen? Da hatten wir ja was. Politikübersicht. Im Journal war das, ne? Journal. So. Und dann haben wir hier Kongo-Expedition zur Suche nach der Quelle des Nils. Große Ausstellung abhalten. Niger-Expedition in den wilden Westen Amerikas kartieren. Das sind alles so schöne Ziele. Ich will erst Italien. Unterkulturen im Journal. Das habe ich hier gar nicht. Ach so, im Kulturen-Tab. Ah, da.
Nationalgründung. Wie werde ich ein Vereinigungskandidat ist ein Land, das als möglicher Kandidat für eine Vereinigung gilt. Wie man sich als Vereinigungskandidat qualifiziert, hängt davon ab, welche Nation vereint werden soll. Momentan sind nur beide Sizilien Vereinigungskandidaten. Die haben eine Mittelmacht und sind Rang 10. Das heißt, wir müssen echt... Verdammt, die sind dann etwas fies, ja. Die sind ein bisschen krasser als wir gerade. Aber das bedeutet, ich muss im Endeffekt erstmal wirtschaftlich und militärisch auf ein ähnliches Level kommen wie die beiden Sizilien. Habe ich das verstanden? Kann sicher nicht schaden, glaube ich, ja. Damit ich dann überhaupt als Vereinigungskandidat relevant werde. Das ist unsere erste Aufgabe, die wir gerade haben. Und gleichzeitig würde ich versuchen, mich mit Florenz stückchenweise da gut zu sprechen, also mit der Toskana. Weil wir ja dann hier vielleicht was haben, was wir schlucken können. Haltung feindselig. Warum? Katholisch, norditalienisch, ihr müsstet mich lieben. Konservative Agenda. Gleichgewicht der Macht erhalten, Rohstoffindustrie erweitern. Ja, wenn man ein bisschen was in der Mitte von eurer Politik einfach wegignoriert, dann klingt das doch gut. Oh, die Regierung ist intellektuell. Wäh, die sind gebildet. Ist ja widerlich. Versuchen wir es mal mit anderen. Das ist besser. Ich finde, wir brauchen derweil ein bisschen mehr Steuern. Also, mir wurde vorher gesagt, dass im alten Griechenland viele Steuern erhoben wurde. Also, ich glaube, ich gehe einfach mal auf Maximum an Steuern. Komm. Also, und wir können auch ein paar Verbrauchssteuern reinballern. Ihr esst schon alle ziemlich viel Fisch, ne? Und diese guten Dienstleistungen werden euch vom Staat zur Verfügung gestellt. So. Dient ja alles. Beziehungen herzlich. Griechenland. Wenn euer Lebensstandard jetzt runtergeht, dann lasst euch bloß nicht mehr im Forum blicken, ne? Sag ich da nur. So, könnte ich jetzt. Ich könnte mich jetzt mit Sizilien noch ein bisschen besser stellen, oder? Also. Ich bin mit denen jetzt schon auf herzlich. Kann ich das noch weiter steigern? Oh Gott, was ist das? Heute Nachmittag hat Filippo Resta, das Oberhaupt einer Interessensgruppe römische Grundbesitzer, eine Brandrede für die Einführung einer neuen Gesetzgebung. Oh, ja, schön, 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 schön. Die Grundbesitzer sind manchmal richtig auch stark ganz bei nützlich. Mir. Ja, die sind richtig stark bei mir. Bei mir auch. Ne, so ein Zufall. Wenn nur Grundbesitzer wählen dürfen, sind die Grundbesitzer sehr stark. Ja, keine Ahnung, woher das kommt. Was passiert denn, wenn ich mit den Sizilien eine Zollunion schaffen würde? Dann bist du in ihrem Markt. Also dann teilt ihr euch einen Markt. Das heißt, der Warenverbrauch und die Warenproduktion werden gebündelt. Das ist ja mega gut für mich eigentlich, oder? Damit würde ich mich ja wirtschaftlich stärken, wenn ich in den Markt von einer Mittelmacht mit einsteige. Kann durchaus sein, ja. Weil ich ja davon profitieren kann. Es ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil du... Und es kann ja sein, dass der Markt eine Katastrophe ist. Ja, aber der hat einen BIP von 11 Milliarden weiter steigend. Das ist Platz 12 weltweit. Wenn ich mir das halt überlege, ich hab... Wo ist denn mein BIP? Meiner ist bei 2,1. Ich hab 1,3. Ja, wir haben... Aber wir müssen einfach mehr Felder bauen, Leute. Dann wird das schon. Hast du da nicht Preisdruck und alles wird günstiger bei dir? Das ist ja nicht zwangsweise schlecht, dass die Sachen günstiger werden. Dadurch wird meine Bevölkerung reicher. Es kommt sehr auf den Markt auch an, weil die KI ja manchmal recht doof ist. Also manchmal kann man halt auch sehr profitieren, weil sie irgendeine bestimmte Ware schlichtweg nicht baut und produziert. Also Öl ist oft ein gutes Beispiel. Das hat man jetzt irgendwie, glaube ich, selber nicht. Aber man kann auch oft ziemlich gut rein profitieren von so einem größeren Markt, wenn die KI
nennenswerte Lücken lässt, die du dann füllen kannst. Aber es ist, wie gesagt, auf jeden Fall ein Versuch, denke ich. Wenn du in eine Zollunion gehst, hast du weniger Einfluss. Ja, aber ich muss ja mit denen mich irgendwie gut stellen, damit ich sie auch schlucken kann irgendwann. Ich krieg die ja niemals in meine Zollunion. Das ist ja völlig unrealistisch. Die sind eine Mittelmacht und ich bin eine kleine Zwetschge. Oder glaubt ihr, dass ich das schaffe, alleine zu einer Mittelmacht zu werden und sie dann davon zu überzeugen, in meine Zollunion zu gehen? Dann versuchen die eher, dich zu schlucken, sollen sie mal probieren. Weißt du, was gerade, glaube ich, das schlimmste Symptom meiner Sklavereibestrebungen ist? Ich bin voll dafür, jeder Politiker, also jetzt wollen sich gerade zwei duellieren, und ich bin halt voll dafür, weil wenn sie beide sterben, werden ja zwei neue Leute in Interessensgruppen kommen, die vielleicht der Sklaverei zugeneigt sind. Also jeder Rücktritt und jeder Tod ist eine Chance auf die Rückkehr der Sklaverei in Griechenland. Deswegen murkst euch bitte beide, einer ist gestorben immerhin, Dimitrios Karagiannis. 100%, ja, bist du jetzt für Sklaverei? Ist jetzt endlich jemand für Sklaverei? Komm, bitte. Nee, immer noch nicht. Ich habe auch noch niemanden für Sklaverei gefunden. Sie sind halt auch nicht wirklich dagegen, das Lustige ist. Also, das Geile ist, es gibt manche Sklaverei, also Schuldsklaverei sind ein paar Leute dagegen. Sklavenhandel sind weniger dagegen. Also die, wer ist das? Die Intellektuellen sind gegen die Schuldsklaverei. Nee, sind auch, wer ist nicht gegen Erbsklaverei? Die Landbewohner. Nee, doch. Ja, die Landbewohner sind gegen Schuldsklaverei. Aber ein bisschen Sklavenhandel fänden sie okay. Wir müssen nur jemanden finden, der halt auch aktiv dafür ist. Es braucht nur einen Champion, Leute. Einen Champion. Eine noble Stimme, die sich einmal hinstellt und sagt, Leute, ich bin für die Sklaverei. Ich traue mich, es zu sagen. Und sofort wird das ganze Land ihm folgen. Weil die ganze Macht bei uns liegt bei den Grundbesitzern und sobald wir das einmal erlassen, erhält sie auch direkt die Ideologie pro Sklaverei. Niemand sonst darf gerade wählen. Das heißt, wir könnten ein Utopia sein, wo niemand, also kein echter Grieche mehr arbeiten muss. Nur die Sklaven. Wollt ihr das nicht auch, Leute? Kriegt man das in dem Spiel umgesetzt? Ich weiß es nicht. Wärst du einfach Katar. Ich hatte noch nie Sklaverei. Kennst du das System von Katar? Katar hat basically das System. Ja, ist doch geil. Das wollen wir auch. In Katar leben in etwa 3 Millionen Menschen. Und von den 3 Millionen Menschen sind 300.000 echte Katari. Du kriegst die Staatsbürgerschaft, um ein Katari zu sein, nur wenn dein Vater ein Katari ist. Das heißt, es wird nur über den Vater weitervererbt. Und Leute, die quasi Katari sind, die bekommen von der Regierung basically alles zum Leben geschenkt. Du zahlst kein Internet, du zahlst keine Überlebenskosten, du bekommst teilweise Immobilien geschenkt, du bekommst ein Auto geschenkt. Der durchschnittliche Gehalt von den Kataris in Katar ist irgendwo bei 14.000 Euro netto im Monat. Und die restlichen 2,7 Millionen Einwohner in Katar, die nicht Katari sind, haben basically keine Rechte. Und sind Arbeitskräfte, die aus anderen Ländern dort mit hingeschleppt werden oder halt hingebracht werden und denen teilweise die Papiere abgenommen werden, damit sie nicht mehr ausreisen können und die auch nur ein Anrecht darauf haben, in Katar zu bleiben, solange sie Arbeit haben. Sonst können sie zu jedem Zeitpunkt wieder ausgewiesen werden, auch wenn sie schon 30 Jahre dort leben, auch wenn sie dort geboren wurden. Sie dürfen dort nur Firmen gründen, wenn sie einen Katari haben, der sie sponsert und es ihnen erlaubt, der dann mindestens 51% ihrer Firma besitzen muss, auch wenn er nichts dafür tut, einfach nur, dass er der Katari ist. Und weil Katar halt so slightly besser zahlt und bessere Chancen bietet als die ganzen Nachbarländer, funktioniert's.
können. Und das, meine lieben griechischen Brüder und Schwestern, könntet ihr auch haben. Wenn ihr nur mir einmal euer Vertrauen schenken würdet und mich die Sklaverei einführen lassen würdet. Warum wollt ihr das nicht? Warum stellt ihr euch so gegen mich? Wenn ihr nur wüsstet, was er für euch möchte. Klang das nicht nach einem absoluten Utopia, was die gute Frau da gerade erzählt hat? All das könnte euer sein im Leben. Aber ihr spuckt auf mich. In diesem Spiel. Und meine Bemühungen. In diesem Spiel. Naja, streng genommen, keine falsche Aussage. Auch in echt könnte das den Griechen gehören, wenn die Griechen sich heute entscheiden würden, die Sklaverei zurückzubringen. Ja. Es ist gut, dass sie das nicht tun, aber es ist faktisch keine falsche Aussage, dass jedes Land sich theoretisch entscheiden könnte, auch heute wieder eine Sklavengesellschaft zu werden. Maurice braucht mehr Einwohner, damit er nicht Griechen überhaupt versklaven kann. Das stimmt. Wir brauchen richtig viel Immigration, dass die Leute zu uns kommen und dann versklavt werden. Oh Gott. Aber kann man Sklaven nicht auch kaufen? Die müssen doch nicht einwandern. Die können wir doch auch irgendwo herkaufen. Kolonialmächte, nennen wir es kaufen. Ja, ja, ich meine, du zum nennen Beispiel sie, bist doch sicher ein paar einladen. Sklaven. Wir laden sie ein. Wir brauchen ein in diesem Spiel-Emote. Ja, wirklich. Ich hätte gerne ein in diesem Spiel-Emote. Wie würde man das repräsentieren, Leute? Weil der Schriftzug ist ja viel zu lang, natürlich. Wie machen wir das? Ich würde mein Gesicht nehmen und es so zeichnen lassen, also in dem Stil, den meine Mods hat, wie dieser total krasse, weirde Smile vom Grinch. Oh, ja. Und das wäre quasi dieses Schelmische in diesem Spiel. Finde ich gut. Also, um das jetzt nochmal, ich habe das Gefühl, ich schmeiße meine Wirtschaft gerade komplett über den Haufen. Aber ich möchte Stahlwerkzeuge. Und damit ich Stahlwerkzeuge habe, brauche ich Stahl. Dafür muss ich erstmal Stahl bekommen. Und dafür brauche ich... An Stahldingern arbeiten wir gerade. Eisenminen in Umbrien. Darüber kriegen wir das Stahl. Und über die Werkzeuge sollten wir ja dann effizienter bauen können eigentlich. Könnte funktionieren. Ist schön. In meinem Land gibt es eine progressive Protestbewegung, die bitte die Rassentrennung wieder haben will, weil ich schlimmer geworden bin zur nationalen Überlegenheit. Das heißt, wir haben jetzt die progressiven Intellektuellen. Leute, okay, ich weiß, ihr seid alle sehr nationalistisch gesinnt, aber hat die gute alte Rassentrennung nicht ausgereicht? Brauchen wir wirklich nationale Überlegenheit? Und ich nur so, okay, wie komme ich zum Ethnostaat als nächstes? Niemand will den Ethnostaat, das ist ganz interessant. Warum eigentlich nicht? Sind nicht Griechen eindeutig die besseren Menschen? Leute, wir sind die Erfinder der Demokratie. Habt mal ein bisschen Stolz in eure Heritage hier. In diesem Spiel. Ich habe auf jeden Fall eine funktionierende Wirtschaft. Ich habe alles lahmgelegt, weil ich mich entschieden habe, die Produktion der Werkzeuge auf Stahl umzulegen, bevor die Stahlminen gebaut sind. Das ist ein Klassiker, ja, das kenne ich. Das wird schon. Das wird alles easy. Das wird schon, dann müssen sie halt dazwischen ein bisschen hungern. It is what it is. Du brauchst auch Stahlwerke. Ja, lasst mich erstmal Eisenminen bauen.
Und dann brauche ich Stahlwerke da. Das ist doch teuer. Das kostet ja richtig viel Geld, Stahlwerke. Ja, Stahl wächst halt nicht am Baum. Ja. Also. Lass mal gucken, ob ich über den Handel vielleicht erstmal Stahl importiert bekomme. Damit wir zum... Boah, das kostet alles Geld. Boah, das ist alles unangenehm. Aber ich würde es tatsächlich trotzdem erstmal machen. Auch wenn es scheiße teuer ist. Weil wir damit erstmal den Stahl umgesetzt bekommen, damit wir die Werkzeuge bauen können. Dankeschön, der Flamme. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und dann lasst uns auch nochmal Werkzeug auch übergangsweise aus Österreich importieren, damit wir da erstmal wirtschaftlich drüber kommen, bevor wir es selber produzieren. Dein Goldspeicher geht eh schon über. Es kann nicht zu viel Gold geben. Kann nicht. Ich würde halt super gern Florence schlucken, aber das Problem, also die Toskana, aber das Problem ist halt, dass das halt Intellektuelle sind, ne? Das ist halt, die Frage ist halt, wenn ich bereit wäre, denen so ein bisschen, also ich arbeite ja gerade schon aktiv daran, mich mit denen anzufreunden. Ich habe quasi schon angegeben, dass ich die Beziehungen verbessern möchte. Ich habe eine neue Partei. Ich könnte noch einen Handelsvertrag abschließen mit denen. Die englische Partei. Was wollt ihr denn? Da sind jetzt Industrielle drin. Was ist denn euer Problem? Das geht ja aber gar nicht. Ach, und Stahl braucht auch noch Kohle. Oh, Leute. Ja, wir arbeiten daran. Also wir haben ja jetzt eh erstmal. Wir importieren ja jetzt erstmal Stahl. Und das. Warum werden so wenig Werkzeuge gebaut? Stahl sollte doch jetzt da sein. Und trotzdem gehen die Rücklagen runter. Dabei müsste doch das Bedürfnis nach Werkzeug gigantisch sein. Weil wir keins hatten die ganze Zeit. Was verstehe ich gerade nicht? Ich glaube, das Werkzeugbedürfnis wird immer halt höher, wenn du gerade baust, weil sie dann mit verbraucht werden. Kann das sein? Aber die werden ja dann weniger verbraucht, wenn du gerade nicht baust. Ich weiß gerade nicht, ob du ein Bauding hast, wo Werkzeuge mit dabei sind. Es wird gerade gebaut. Ich glaube, die Problematik ist, dass der Stahl zur Produktion für die Werkzeuge teurer ist, als das, was die Werkzeuge dann kosten. Ich glaube, das ist das Problem. Dankeschön, Zekas, für die 21 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, das ist echt die Herausforderung darin. Und dadurch rentiert sich's nicht quasi. Okay, Leute, wir nehmen zu viel Geld ein. Aber das heißt, wir können hier auf. Aber wir sind hier auch schon auf Säge. Da haben wir aber auch nur normale Werkzeuge. Wobei Werkzeuge können ja auch immer alle sein, oder? Also wenn da steht, Werkzeuge werden gebraucht, dann ist damit nicht definiert, dass es Stahlwerkzeuge sein müssen. Das mit den industriellen Leuten ist ein Warnzeichen. Ich bin zu weit in die Moderne abgerutscht. Wir müssen jetzt wirklich mal wieder ein bisschen mehr Felder bauen. Unser Geld soll vom Export von landwirtschaftlichen Gütern kommen und nicht von irgendwelchen modernen Firlefanz. Das war wirklich ein bisschen mein Problem.
Ja, ich habe jetzt auch nochmal eine Fabrik gebaut, das weiß ich, ist ein Problem. Wenn dann sollten wir hier ganz klar, ne, vielleicht noch eine Chemiefabrik für Dünger, das ist okay. Wir können den Dünger auch importieren, natürlich. Alle modernen Waren werden importiert. Das heißt, wir brauchen vor allem viel Bürokratie. Aber Athen hat ja auch viel gehandelt, ne? Also passt ja sogar. Wie früher sollen unsere Galeeren losschippern, um Güter zurückzubringen und Sklaven natürlich. Aber Sklaverei wollen sie mir noch nicht gönnen, die Schweine. Jetzt wird ein Disclaimer bei mir erweitert, dass im Spiel bezieht der Chat jetzt auch auf sich. Ist auch richtig so. Ihr seid ähnlich schlimm wie wir, Leute. Schon, stimmt schon so. Okay, was klingt für dich richtig katholisch, Maurice? Bin ich sehr gespannt auf die Frage. Ach so, ich habe einfach nur eine Antwort drauf. Die Antwort ist Waffenproduktion. Ach so, okay. Ja, Kreuzzug, immer gut. Ja. Muss man ja auch irgendwie ein bisschen... Ich arbeite jetzt gerade an der Stahlproduktion, damit ich dann... daraus Waffen produzieren kann. Anders rentiert sich die Stahlproduktion nicht. Das heißt, wir brauchen Waffen. Waffen brauchen Stahl, oder? Waffen brauchen sicher Stahl. Ja. Glaube ich. Heiliger Stahl für heilige Waffen. Mein Chat hat's verstanden. Ich müsste mal kurz aufs Klo, wenn wir kurz Pause machen könnten. Dann musst du derweil beide Chats unterhalten. Das schaffe ich. Jawohl, ich bin gleich wieder da. So. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal erfolgreich eine Eisenmine gebaut. Und werden gleich sehen, wie effizient die arbeitet. Parallel arbeiten wir jetzt an den Stahlwerken. Und dann können wir wollen wir direkt in Rom die Waffen produzieren? Oder produzieren wir die Waffen in Umbrien. Ist eigentlich egal, ne? Aber ich glaube, ich würde es in Umbrien bauen, damit sich so ein bisschen verteilt. Wo, wie. Leute, wobei, wir haben hier echt viele Arbeitslose. Damit kriege ich die Arbeitslosen auch weg. Wir wollen die heilige Handgranate in Rom. Okay, das heißt, wir bauen dann hier auch Waffen. In Romagna haben wir auch irgendwie Tuchfabriken. Umbrien dann gleich nach Rom und die Priester ausspießen. Nee, wir sind die Priester, Caprio. Ich spiele den Papst. Made in Roma ist doch ein schöneres Logo. Besser als Made in Umbrien. Made in Roma ist echt schöner, ja. Made in Roma gefällt mir. Originale heilige Waffen aus Lazio. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Steht da nicht sowas wie Begehren nicht deines nächsten Frau, Haus, Hof, Land, Vieh noch alles, was es sein? Ja, aber nicht Land.
Das Spiel ist nicht so ähnlich wie Crusader Kings 3. Nee, nee, nee. Die haben nicht so viele Gemeinsamkeiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in unserem Ranking, was unsere Wirtschaftsmacht angeht, gerade eher sinken. Und ich verstehe nicht genau, warum. Wir haben einen wesentlich besseren BIP als die Walachei. Wir haben auch einen höheren Lebensstandard. Wir haben auch eine höhere, was ist das? Mehr Bevölkerung. Wir haben nur weniger Prestige als die Walachei. Und deswegen sind wir in diesem Gesamtranking irgendwie weiter hinten. Wir müssen unser Prestige steigern. Wie kann ich denn mein Prestige am besten steigern? Ich habe noch nicht so richtig verstanden. Prestige ist das hier, ne? Nee, das ist Autorität. Wo war denn nochmal Prestige? Gesellschaft ganz rechts. Gesellschaft ganz rechts. Das ist Geld. Gesellschaft, das ist Loyalisten. Wirtschaft, Militär und Marine. Also es ist dieser Einfluss quasi. Ach so, Imtep-Gesellschaft. Imtep-Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft. Gesellschaft. Bin ich blind? Hier gibt's keine Gesellschaft. Ach so, Untertechnik. Gesellschaft. Und was muss ich erforschen? Für Prestige? Ich dachte halt, dass ich Prestige vielleicht auch über Sport ziehen kann. Also schon das. So, da bin ich wieder. Hallo. Was habt ihr Schlimmes getrieben in meiner Abwesenheit? Ich versuche nur rauszufinden, wie ich mein Prestige weiter steigern kann. Du meinst, weil du nicht wie ich auf Winzmacht abrutschen willst? Ja, davor habe ich echt ein bisschen Angst. Also, ich meine, wo bist du denn in deinem Ranking? 55. Dann bist du ja vor mir. Was, echt? Ich hab mit 56 gestartet und bin gerade 57 momentan. Du bist eine Windmacht. Ja, also ich hab halt mit irgendwie 30 gestartet und mein Weg in den traditionellen Agrarismus hat mich, Ich bin auch eine Winzmacht. Ich will gar keine. Warum bin ich eine Winzmacht? Aber ich bin als Winzmacht gestartet, im Gegensatz zu dir. Ja, reib's ruhig rein. Wir haben jetzt hier eine Wahl gehabt, Leute. Die griechische Partei hat wieder gewonnen. Warum ist das die russische Partei? Ich verstehe das nicht. Und die schäbige Opposition hat kaum Stimmen bekommen. Also die Industrielle sind, glaube ich, echt ein Problem, weil jetzt haben wir auf einmal reiche Leute, die Opposition wählen. Weil die Industriellen hätten doch sicher Bock auf Sklaverei. Industriellen haben sicher Bock auf Sklaverei. So, muss doch eigentlich, oder? Also für Kinderarbeit. Warum habe ich an Legitimation verloren? Dabei sind die so loyal mir alle gegenüber. Ich verstehe gerade gar nicht, warum meine Legitimation gestürzt ist. Regierungsideologie, Abzug, Größe der Regierung macht ganz viel aus. Aber wir waren damit trotzdem auf 100%. Also es hat irgendwie funktioniert mit 100% und jetzt funktioniert es nicht mehr. Weil die Opposition vielleicht stärker geworden ist. Russische Partei wegen der orthodoxen Kirche. Das könnte sein. Das kann sein. Das ja, also irgendwann kommt halt eine Opposition und so. Und dann sind sie nicht mehr alle so begeistert. Das kann tatsächlich passieren.
Die Toskana hasst mich, doch, hasst mich immer noch. Unsere Dienstleistungen werden auch teurer. Katastrophe. Also jetzt gehen meine Rücklagen langsam hoch bei den Werkzeugfabriken. Das klappt jetzt langsam. Aber was ist denn... Ah, das ist, weil ich das einmal hier noch... I see. Das ist der obere Graf. Ich war verwirrt. So ergibt das natürlich Sinn. Ich war einfach nur verwirrt. Ist dein Küchen... Warte, was? Achso, Küchen. Du meinst weder Küchen... Noch meinst du Kirchen? Du meinst Kirchen, Interessensgruppenanführer, Faschist. Er ist ein Papst. Steinwallen hatte mal einen nihilistischen Papst. Das war toll. Der war dann gegen Religion. Alter, das ergibt ja gar keinen Sinn. Das war sehr lustig. Und dann er hatte sein ganzes Roleplay war darauf ausgelegt, so einen sehr konservativen Kirchenstaat zu spielen. Und dann hat er plötzlich einen Anführer, der Papst war und keinen Bock drauf hatte. Und dann hat er stattdessen versucht, den Vatikanstaat zu einer kommunistischen Räterepublik umzubauen. Alter. Dein Papst ist ein Schwindler? Ja, mein Papst ist actually ein Schwindler. Und deswegen hat er als Herrscher plus 1% Steuerverschwendung und minus 25% Beliebtheit, weil dieser Charakter ist bekannt dafür, staatliche Gelder einzustecken. Leute, bei mir ist jetzt, weil der Nationalismus hier so am Start ist, kommen die Leute auch auf die Idee, dass sollten wir nicht vielleicht den griechischen Staat wieder mal so ein bisschen, war nicht Mazedonien, Westthrakien, die ostägäischen Inseln und Kreta auch immer Teil des griechischen Staates? Dieser Traum kann nur durch Annektierung aller griechischen Gebiete wahr werden. Ja, eigentlich schon, ne? Schon was dran. Ich habe neulich eine Dokumentation, also YouTube-Dokumentation über den griechischen Befreiungskrieg gesehen. Das war mega faszinierend, wie das irgendwie angefangen hat mit irgendwelchen Geheimgesellschaften. Oh. Völlig absurd. Das klingt spannend. Dann, ja, total interessant. Und dann irgendwelche Partisanen in den Bergen, die irgendwie angefangen haben und plötzlich hattest du halt einen riesigen Krieg gegen das Osmanische Reich und aus ganz Europa sind Leute nach Griechenland gekommen, die irgendwie Hellenophilen oder wie sie sich genannt haben, die halt dann, also irgendwelche englischen Aristokraten sind dann nach Griechenland, um halt für die griechische Demokratie von früher zu kämpfen und halt für die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Völlig, also ich hab mich da wenig mit befasst bislang. Es war so die Art von History, wo ich dachte, das ist ja viel zu absurd, um echt passiert zu sein. So, ich wusste nicht, dass die griechische jüngere Geschichte so krass war. Womit ich mich vielleicht auch gerade ein bisschen oute als Noob, aber tatsächlich hatte ich da voll wenig Ahnung von. Auch hier hat mich das Spiel überrascht, dass mal ein Wittelsbacher griechischer König war, wusste ich auch nicht. Also für alle im Chat, Kings and Generals ist der YouTube-Kanal, den ich da gerne schaue. Die haben da eine sehr interessante Doku dazu, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Super interessant. Aber jetzt lasst ihr ein bisschen die Agrargesellschaft weiterführen hier. Okay, das kann ich mir nicht leisten. Holy shit. Das war der falsche Knopfdruck. Upsi. Das funktioniert noch nicht, das alles aus Eisen zu produzieren. Upsi. Haben wir nicht angeklickt. Ja, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie werde ich schlechter, aber ich werde gar nicht schlechter. Ich ziehe einfach, die anderen Länder ziehen einfach nur in ihrem Prestige an mir vorbei. Vielleicht, weil sie sich tatsächlich auf Profit fokussieren und nicht darauf, die schlimmstmögliche Gesellschaft zu gründen. Möglicherweise ist unser Ziel nicht gänzlich dem reinen Profitieren förderlich, Pia. Doch. Turbokapitalismus, I'm coming. Das ja, klappt also, auf jeden Fall. Also ich habe auch meine Forschung jetzt, ich habe schon gesehen, ich lerne jetzt Realismus und dann lerne ich auch Kameras, weil das gibt mir nochmal Prozente in Prestige. Und ich hoffe, dass ich damit auf meinem Prestige-Rang quasi dann wieder hochrutsche. Mhm. Und dich vor allem auch einhole. Ja.
Ah, da sieht man auch noch mal, woraus das Prestige aufgebaut ist. Es ergibt sich mit dem eindrucksvoll die eigene Wirtschaft ist, also Bruttoinlandsprodukt, wie viel Machtprojektion das eigene Militär erzeugt, durch den Landesrang und andere Faktoren wie Kunst, Hochschulen, Monumente und die Weltspitze der Produktion bestimmter Ware. Ja, das Problem ist, das, was wir halt produzieren, wir produzieren auf einer Kunsthochschule in Lazio, produzieren wir actually Kunstwerke und wir haben keine Abnehmer dafür. Und deswegen ist es völlig nutzlos. Sowas. Wer hätte es gedacht? Karim, warum schreibst du Infos an mich in Pias Chat? Du bist doch auch bei mir inzwischen schon langmonatiger, wundervoller Abonnent. Aber ich finde die Situation trotzdem geil. Ein Wittelsbacher war mal griechischer König und deswegen sind die Farben der griechischen Flagge die gleichen wie die der bayerischen Flagge. Das finde ich mega faszinierend. Ich bin sicher, es gibt mindestens 100 Leute im Chat, die sich gerade denken, oh Gott, Maurice, warum hast du so wenig Ahnung von der griechischen Geschichte? Wusste ich echt nicht. Wie geil ist das denn? Die griechische Flagge kommt von der bayerischen ausgerechnet. Of all the things. Das ist herrlich. Muss ich Artillerie auch manuell produzieren? Ja. Auch ein. Das heißt, das ist kein. Das ist keine Waffenfabrik, sondern. Das Munitionsfabrik, so, das ist Waffenfabrik. Also es ist eine eigene, ich glaube, es ist eine eigene Produktionsmethode in der Waffenfabrik oder so. Also es kommt nicht einfach direkt mit Waffen mit. Du okay, das heißt, ich habe da zwei getrennte Sachen. Da muss ich warten, bis ich meine Stahlwerke durch habe, damit ich das sehe. Weil ich kann die theoretisch gesehen schon, ich versuche mich gerade militärisch ein bisschen stärker zu positionieren und gucke gerade, wo ich upgraden kann. Also schon in der Waffenfabrik wird geschrieben, aber ich glaube, es ist eine eigene Produktionsmethode, die nochmal eigens Ressourcen extra verbraucht. Glaube ich. Oh, und ich kann auch Erste Hilfe jetzt machen. Aber dafür brauche ich Opium. Oh. Und Opium muss ich halt, das muss ich ja halt kaufen, ne? Das hilft halt nichts. Opium müsste ich auf jeden Fall importieren. Das hatten wir vorhin schon. Wie teuer ist es denn für mich, Opium zu importieren? Es gibt nur den es gibt's mega nur teuer, britischen aber es gibt Markt gerade. Also Opium ist tatsächlich so, dass das kriegst du am Anfang einfach nicht. Hey, Leute, ist das wirklich, sind das echte Fakten, die hier gerade kommen? Das Y in Bayern kommt auch aus dem Griechischen, weil die Herrscher es schöner fanden als Bayern mit I. Ist das eine echte faktische Info? Ich finde das so geil. Also, wenn ich ein Herrscher von einem Land gewesen wäre, hätte ich auch solche dummen Entscheidungen einfach getroffen. Absolut! Wir nennen das jetzt um in die Buchstabierung, die ich am ästhetisch ansprechendsten. Ja, komplett. Das klingt nach etwas, was ich wirklich tun würde. Ja, ja 100%. Komplett. Die Preise für Kunstwerke gehen halt schon wieder hoch. Und ich verstehe, warum gehen die Preise für Kunstwerke hoch, obwohl ich keine Abnehmer für Kunstwerke habe? Ich müsste doch eigentlich massenweise überproduzieren. Ich glaube, ich werde die Kunsthochschule einfach mal... Ich kann die ja sanktionieren. Damit ich die einfach finanziere, auch wenn sie keinen Mehrwert hat. Kann ich nicht. Dieses Gebäude wird nicht, dieses Gebäude zu subventionieren ist in unserem Land nicht erlaubt. Was muss ich für Gesetze erlassen, damit ich das machen darf? Das wird das Wirtschaftssystem wahrscheinlich sein. Wirtschaftssystem, Traditionalismus, eine vorindustrielle Subsistenzwirtschaft mit wenig zentraler Kontrolle. Boah, ich will komplett selber entscheiden, was finanziert wird oder nicht. Ja, genau, da darfst du tatsächlich nur Infrastruktur- und Handelszentren subventionieren. Du musst mindestens Interventionismus, ich glaube Interventionismus, was du am ehesten will. Also da ist freie Marktwirtschaft, aber der Staat darf ein bisschen eingreifen. Weil, also, laissez-faire, es geht noch weiter, aber da darfst du keine Leibeigenen haben. Und ich glaube, aber was ist mit einer Planwirtschaft? Ah, das ist auch verboten, doch Leibeigenschaft, ne? Leibeigenschaft, das ist überall verboten. Das heißt, ich brauche Agrarismus. Das willst du doch als konservative Katholikin jetzt wirklich nicht, oder?
Auch wenn es lustig wäre, wenn du das unter einen Hut bekommen würdest. Wäre schon fucking funny, ey. Das wird schon richtig funny. So, was brauche ich denn, um den Interventionismus umzusetzen? Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein, verboten durch Leibeigenschaft. Interventionismus kann ich auch nicht wegen Leibeigenschaft haben. Oh. Ja, dann bist du gefangen in der guten alten Zeit. Also ich als altmodischer, konservative Grieche begrüße das. Kann ich Sklaverei ohne Leibeigenschaft haben? Ich glaube schon, ja. Aber ich brauche die Leibeigenschaft, um zur Sklaverei zu kommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Oder? Weiß das jemand? Ja, ich glaube, das Sklaverei hängt wirklich nur daran, ob du jemanden hast, der sie ideologisch befürwortet. Ich will halt die Sklaverei unbedingt wieder zurückhaben und möchte aber gleichzeitig meine Wirtschaftssysteme umstellen. Das heißt, ich muss die Leibeigenschaft wegbekommen. Das Problem ist halt, dass ich jetzt so lange aktiv darauf hingearbeitet habe, dass die Leute die Leibeigenschaft annehmen, dass ich es jetzt auch echt schwer wieder wegbekomme. Hast dich selbst gefangen in einem Gefängnis deines eigenen Despotismus. Oh, ist das scheiße. Dabei will ich einfach nur unnötige Kunsthochschulen finanzieren. Das ist alles, was ich will. Du willst gerne einfach eine Förderin der Kunst werden und dein Wirtschaftssystem ist zu tyrannisch, um sowas zu erlauben. Aber müsste ich es in meinem Tyrannismus nicht auch machen können? Nee, weil du selbst beschlossen hast, Staatsgelder gehen nicht an solchen Unsinn wie Kunst. Oh, ist das ätzend. Das ist geil. Dankeschön, Tex, für die 11 Monate übrigens. Vielen lieben Dank. Das ist ultra ätzend. Oh, dafür kann ich koloniale Ausbeutung beschließen. Ich habe es endlich freigeschalten bekommen. Na, immerhin. Die Gewerkschafter sind für koloniale Ausbeutung? What? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das sind ja Ausländer. Du meinst, das geht über den Weg quasi. Die Gewerkschaften setzen sich nur inlandspolitisch für die Arbeiter ein und nicht auslandspolitisch. Ja, das sind nicht ihre Leute so. Das sind ja Fremde. Die sind ja scheiße. Hast du überhaupt eine Kolonie? Nee, das ist die Vorbereitung dafür. Ich brauche erstmal ein Kolonieamt, damit ich eine Kolonie haben kann. Ich habe gehört, über Kolonien bekommt man auch Prestige. Stimmt. Was können wir noch erforschen, was irgendwie gut ist? Okay, das heißt, wenn wir also nicht über die Kunsthochschulen unser Prestige schaffen können, weil ich mir selber unterbunden habe, das zu finanzieren, dann muss ich mein Prestige übers Militär regeln. Das ist jetzt die Alternative. Statt Kunst gibt es jetzt Waffen. Ich habe derweil festgestellt, seitdem ich an die Macht gekommen bin, hat sich das Bruttoinlandsprodukt fast verdoppelt. Der Lebensstandard ist aber gesunken. weil ich glaube, es gibt schon Leute, die profitiert haben von meiner Herrschaft. Aber nicht alle. Es sind halt nur ein paar. Oh mein Gott, ich könnte mein Investitionsstufe der Institution Amt für Inneres erhöhen. Unterdrückungsauswirkungen auf die Interessensgruppenanziehung. Ich kann das richtig hart hochziehen. -40% Protestbewegungsradikalität, -40% Fortschrittstempo von Revolution und Sezession. Ja, hoch damit. Den Bildungszugang wollen wir nicht. Oh doch. Der Bildungszugang pusht tatsächlich unsere Fromme, weil wir religiöse Kirchen haben. Das heißt, den Bildungszugang können wir auch hochpushen, weil wir bilden die Leute ja so, wie wir sie bilden wollen. Ja, ist doch super.
kostet 29 Punkte pro Punkt. Was für Punkte? Ah, Bürokratiekosten sind das. Ja, aber das ist egal. Wir bauen einfach mehr bürokratische Gebäude, um das auszugleichen. Einfach mehr Bürogebäude. Das ist auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Einfach Regierungsgebäude bauen. Du stoßt, glaube ich, gerade so ein bisschen an die Grenzen meiner Bevölkerung, weil ich habe nicht mehr so viele Arbeiter und dass Leute nach Griechenland emigrieren wollen, würde ja voraussetzen, dass man da gut leben kann. Aber das kann man nicht. Deswegen wollen sie nicht kommen, um auf meinen Weizenfeldern zu schuften. Ich verstehe das gar nicht. Ganz seltsames Konstrukt. Das ist total komisch. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich fahre dieses Land, glaube ich, vor dir. Leute, Sklaven würden das alles lösen, das wisst ihr, oder? Bringen sie so lange in die Verzweiflung, bis sie aus Verzweiflung für Sklaverei stimmen. Ja, das Land geht vor die Hunde. Wir brauchen kostenlose Arbeitskräfte, die unsere Felder bewirtschaften, weil ihr faulen Penner es für die Hungerlöhne, die ich zahlt, nicht machen wollt. Ihr faulen Penner. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man Reden in seiner Bevölkerung halten sollte. Ja. Ja, meine Mittelschicht. Ja, sie ist endlich leidlich. Sie ist nicht mehr sicher. Wow. Ja. We dropped it. Es hat endlich geklappt. Bei mir ist sie auch leid. Wir haben die Unterschicht ist darbend, die Mittelschicht ist leidlich und die Oberschicht ist wohlhabend. Ja, das wohlhabend habe ich noch nicht. Ich möchte halt meine Unterschicht und meine meine Unterschicht muss unter 10 bleiben. Meine Mittelschicht, der möchte ich maximal eine 12 zumuten. Das ist das höchste der Gefühle. Und meine Oberschicht soll auf über 40 kommen. Das ist mein Ziel. Da will ich hin. Meine Oberschicht hat halt literally über das Dreifache an Lebensstandard wie meine Unterschicht. Geil. Ja, und auch als einzige ja das Wahlrecht. In diesem Spiel. Geil, ja. In diesem Spiel. Aber tatsächlich ist so ein bisschen... Wir sind voll im Minus, was Getreide und Fischerei angeht, weil die Leute nicht dort arbeiten wollen. Gut, es wird jetzt, glaube ich, allmählich. Na, Beschäftigung ist nicht optimal, weil wir gar nicht genügend Leute haben. Hier ist es voll. Ich glaube, in den ganzen Fabriken arbeitet auch niemand wirklich, ne? Die Versuche der Regierung, ein bestimmtes Gesetz, koloniale Ausbeutung, zu erlassen, hat die Frage nach der Moral des Kolonialismus an die vorderste Front der öffentlichen Debatte gespült. Dieses Gesetz, koloniale Ausbeutung, ist moralisch richtig. Das, finde ich, ist auf jeden Fall die gute Antwort dorthin. Ja, ja. Ist das moralisch richtig? Ja. Warum? Ja. Leute, wir müssen jetzt die Landwirtschaft entweder gute Löhne oder Sklaven. Ja, es ist halt. Ich will halt. Bekomme ich eine neue Bevölkerungsschicht, wenn ich Sklaven habe? Ich weiß tatsächlich nicht, wie Sklaverei im Spiel funktioniert. Ich hatte sie noch nie. Ich will sie nur. Chat sagt ja. Das heißt, ich muss meine Bevölkerungsschicht gar nicht so arm halten. Das heißt, ich kann actually meine Mittelschicht doch hochpushen. Ich kann sogar meine Unterschicht hochpushen, weil ich habe ja dann Sklaven, denen es schlecht geht. Das stimmt. Wobei das Ultimative wäre ja, also wenn ich mich... Wenn es allen scheiße geht. Nein, wir wollen ja... Also ich versuche immer darüber nachzudenken, wie schaffe ich meine Monarchie oder meine in dem Fall Autokratie zu erhalten in quasi so 500 Jahren, wenn linke politische Ströme in Zentraleuropa anfangen zu sagen, hey, ist schlecht. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist Sklaverei, aber dafür zu sorgen, dass die Sklaven zwar ausgebeutet werden, es ihnen aber ohne Rechte so gut geht, dass man sagen kann, naja, aber es geht ihnen ja gut.
Das heißt, eigentlich musst du die Sklaven auch an den Punkt bringen, an dem du sagen kannst, naja, aber zumindest haben sie Arbeit in diesem Spiel. Finde ich absolut nachvollziehbar. In diesem Spiel. In diesem Spiel. Alles in diesem Spiel. Ich finde das so logisch alles, Pia, was du hier sagst. Ich muss sagen, du gehst halt über Leichen. Ja, was soll ich sagen? Wie war das nochmal? Die wollen Sklaven sein, richtige Hauselfen. Nee, ich würde ihnen niemals unterstellen, dass sie Sklaven sein wollen. Ich will nur dafür sorgen, dass es ihnen gut genug geht, dass du die Massen nicht mobilisiert bekommst, dass sie sich dagegen auflehnen. Wichtig, ja. Lass das Hamsterrad wie eine Karriereleiter aussehen. Oh Leute, ihr seid grau. Das ist, wow, was für ein geiler Satz. Gott. Was für ein geiler Satz. Dafür kriegst du einen Sub bei mir. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Lass das Hamsterrad wie eine Karriereleiter aussehen. Cabrio, ja, ist das, Leute, wie dich sollten wir in unsere Ministerien holen. Karim schreibt auch, das rahme ich mir ein. Ja, also Platz in meinem Propagandaministerium ist frei, wenn du Bock hast. Nee, ich habe den schon bezahlt, ich habe mir den schon gekauft. Verdammt. Im Hamsterrad gibt es hier auch den unendlichen Aufstieg. Was gibt es Attraktiveres? Das ist wiederum tatsächlich jemand, der ist schon in meinem Ministerium, eine meiner Moderatorinnen. Sehr gut, ja. Ich sehe schon, wir haben beide taugliches Personal für den Weg, der vor uns liegt. Geil. Ich habe jetzt, ich habe es tatsächlich geschafft, wieder auf Prestige 58 vorzurücken. Und ich habe passend dazu gerade koloniale Ausbeutung ermöglicht. Geil. Den Punkt habe ich jetzt actually erreicht. Und jetzt kann ich mein Kolonialamt auch erhöhen. Die Sache ist halt, wie bekomme ich jetzt einen Kolonialstaat? Also ich habe jetzt ja die Gesetzeslage dafür. Wie bekomme ich jetzt eine Kolonie? Was muss ich dafür machen? Ich habe das noch nie gemacht. Das ist für mich komplett neu tatsächlich. Vielleicht habe ich das jetzt in meinem Journal. Du musst da Interessen erklären, wo du hin willst, glaube ich erstmal. Und dann ist es wirklich einfach Kolonie gründen. Das Problem, die Schwierigkeit ist, dass recht viel immer schon besetzt ist von Leuten wie England und so. Ja. Von Leuten wie England. Okay, das heißt, ich gehe auf Diplomatie und dann gehe ich auf Interessen erklären. Regionale Aktivitäten, Interessen erklären, Kolonie gründen. Ich habe keine Option verfügbar. Also erst muss ich ein Interesse erklären, glaube ich, dafür. Genau, du musst erst ein Interesse erklären, wo du hin willst. Okay. Weil nur da darfst du hin. Über welche Linse kann ich denn jetzt gucken, was noch nicht eingenommen wurde? Das sind, glaube ich, Sachen, die nicht farbig ausgemalt sind. Ist teilweise ein bisschen schwer zu sehen. Das ist alles rot. Das ist ein Problem. Ah, ich muss mächtiger werden, um mein Interesse zu erklären. Das kannst du nur als mindestens klein macht. Deswegen ist alles rot. Ah, dann ist ja auch gut, dass du okay, dann habe ich einfach schon, dann habe ich ja, ich habe einfach schon vorbereitet quasi politisch. Ich habe quasi gesetzestechnisch schon alles vorbereitet, damit die Sachen dann gut funktionieren. Das heißt, ich muss weiterhin ich muss mindestens ein Kleinstaat werden. Jetzt gerade bin ich eine Winzmacht. Ich möchte eine Kleinmacht werden. Ab wann bin ich denn eine Kleinmacht? Gerade gar nicht aus. Wann hast du denn deinen Kleinmachtstatus verloren? Ich will da nicht weiter drauf rumreiten, aber sag mal, Maurice. Wann hast du? Ich bin jetzt auf 35 und habe das verloren. Also ich glaube,
Über 35 müsste man sein. Prestige. Aber ich weiß nicht, wo genau man sein muss. Also wenn ich hier gucke, Rang, das ist, hier Rang. Die sind eine Nebenmacht mit 43. Mit 40 bist du eine Nebenmacht. Mit 37 bist du eine Kleinmacht. Ja, dann ist 35, glaube ich, wirklich die Grenze. Mit 36 bist du eine Nebenmacht. Mit 37 bist du eine Nebenmacht. Mit 35 bist du eine Kleinmacht. Mit 34 bist du eine Nebenreligion. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie steht das. Ich bin so verwirrt. Irgendwo müsste ich doch eine Liste dafür haben, wann, wo, was ist, oder? Da weiß ich auch gerade nicht, wo die ist. Das System ist dynamisch. Ah, es hängt davon ab, wie viele, was die anderen haben. Okay. Oh, okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt bei mir selber gucke, wo ich bin, hängt wahrscheinlich davon, also ich muss einfach im Verhältnis zu anderen immer rechnen, wahrscheinlich. Leute, ich habe endlich einen Weg zum Wohlstand entdeckt. Die Leute wollen Tabak kaufen. Wir exportieren jetzt Tabak. Und der kann schön auf Agrargebiet gebaut werden. Ich muss 43 schaffen, damit ich eine Kleinmacht bin. Oh, 43. Was hast du aktuell? 30. Tja. Ich meine, ich arbeite ja schon dran. Ich arbeite gerade am Realismus. Der wird mir ein bisschen was geben, was das angeht. Ich arbeite da auch gerade. Ich habe schon den organisierten Sport auch, aber der reicht mir auch noch nicht. Also Militär und Wirtschaft pushen, ne? Ja. Es wird geschrieben, mit der Marine bekommt man am schnellsten Prestige. Okay. Nee, Leute, Tabak verkaufen wir jetzt. Ich habe auch viel zu viele Goldreserven. Wir müssen es wirklich mal bauen, bauen, bauen. Ja, meine ganze Tabak Wirtschaft ist halt Russland völlig weghauen. Am Arsch. Konstant. Ich habe halt 200.000 Radikale von 1 Million Bevölkerung, weil die Steuern so hoch sind und die Gehälter so schlecht. Dann sagst ja, du aber das sind ja auch alles nur Bauern. Also solange es den Reichen gut geht, werden die mich schon beschützen. Lasst uns vielleicht mal irgendwie die... Wir brauchen mehr Bürokratie, Leute, und dann müssen wir die Polizei aufstocken. Meine Preise sind halt voll von also am Arsch. Meine Preise sind richtig am Arsch. Kleidung kostet bei mir plus 44%. Fleisch kostet bei mir plus 75%. Selbiges gilt für Stahl. Stahl ist bei mir auch viel zu teuer. Und aus irgendeinem Grund arbeiten meine Stahlwerke nicht, weil ihnen fehlt Kohle. Klar, ich brauche Kohle, sonst kann ich das nicht produzieren. Ich bin ja ein Eumel. Ich habe einfach keine Kohle gebaut. Hä, wo kriege ich denn Kohle her? Kann ich keine Kohle bauen? Manchmal hast du einfach keine Vorkommen, dann musst du es importieren. Alter. Okay. Oh, wir haben schon einen Staat in Aufruhr. Was soll denn das? Lasst mal hier... Bitte brutales Durchgreifen. Was ist denn das? Dankeschön. Was rebelliert ihr denn, ihr schäbigen Schweine? Oh mein Gott, ey, dann kriegt die Kohle mal hier rein, ey. Okay, das heißt, wir pushen jetzt Kohle mit rein. Gut, ein Viertel meiner Bevölkerung ist jetzt radikal. Das klingt nicht so gut. Ich verstehe das überhaupt nicht. Nur weil
der Staat halt ein bisschen Steuern erhebt, um wichtige Projekte wie, den, wie die Tabakindustrie zu finanzieren. Das, nur weil euer Lebensstandard so scheiße ist. Das ist doch jetzt nicht mein Problem. Ich bringe euch immerhin in Lohn und Brot. Leute. Wie könnte ich nochmal... So war das. Grünes Gras, Kampagne, Straßenerhalt. So, wie bekomme ich die Infrastruktur nochmal erhöht? Was muss ich nochmal bauen in Gebieten, damit die Infrastruktur besser wird? Hauptsächlich Eisenbahn. Ja, das ist ganz vergessen. Das, ja, leider. Ich glaube, Häfen bringen aber auch was, wenn du am Wasser ja, bist. Ja, ich glaube, ich werde eher Häfen bauen. Eisenbahn ist viel zu teuer. Das ist eigentlich wirklich ein Problem, wenn du landlocked bist, also Bayern oder sowas am Anfang, dann kannst du sie kaum erhöhen. Es gibt auch noch ein Projekt, Straßenunterhalt, hast du gerade gesagt, hast du schon. Das, ne? Habe ich gerade reingeknallt, ja, damit genau, rette ich es, ja. Also balanciere ich es gerade aus. Ja. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Was war euer erstes gemeinsames Projekt? Das wieder ist eine lustige Geschichte. Mein wundervolles Ringespielformat. Erzähl du es gerne. Ja, also ein bekannter deutscher YouTuber, Hand of Blood, kennt ihr vielleicht, hat zu einem Crusader Kings Event gerufen. Und der Zufall machte Pia und mich zu Nachbarn. Und das war eine interessante Kette von Ereignissen, die erstmal dazu führte, dass angeblich ohne ihr Zutun Pias KI-Overlord, also ihr Fürst, mir den Krieg erklärt hat, um meine Ländereien für Pia zu erobern. Damit hat's angefangen und Pia hat sehr ihre Unschuld beteuert. Dann hat sie, um das zu beweisen, einen Sohn nach mir benannt. Den jungen Maurice. Und ich dachte, okay, kannte die davor nicht, aber ist ja ganz nett irgendwie. Vielleicht ist sie doch von guter und nobler Absicht. Und so eine Stunde später gucke ich einfach mal so, klicke ich ihren Charakter an und sehe da, der kleine Maurice ist inzwischen ausgegraut. Er ist tot. Er wurde aus dem Fenster geworfen. Das ist die Geschichte, wie Pia und ich uns kennengelernt haben. Das ist die Gänze der Geschichte. Er war einfach kein talentiertes Kind. Wenn er in der Schule mehr gelernt hätte, hätte er ein Herrscher werden können. Hat er nicht. Was soll ich machen? Türme sind hoch, Fenster sind instabil. Wenn er gelernt hätte, sich festzuhalten, würde er heute noch leben. Okay. Das halten wir jetzt einfach mal so fest. In diesem Spiel. Ja. Und tatsächlich habe ich mich dem KI-Lehnsherrn von mir verschrieben, der dich übernommen hat, weil der direkt neben mir lag und für mich ein Threat war. Und ich gesehen habe, okay, ich komme gegen den nicht an. Von der anderen Seite werde ich von Maurice bedrängt. Also biete ich ihm einfach meine Treue an, bedrängt. Damit ich er mich... Nie irgendwen, wie sie das jetzt hier, richtiges Victim-Blaming. Ich wurde von... Ich habe absolut nie irgendwas in deine Richtung getan. Das kann jeder bezeugen, der dabei war. Ich war die Unschuld in Person, wie ich es immer bin. Ja, was soll denn das jetzt hier, dieses komische Gelächter? Alles gut. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß es auch nicht genau. So, wir müssen noch ein bisschen mehr Bürokratie bauen, Leute. Danke, Hand of Blood wird geschrieben. Ja, tatsächlich, der hat uns in dem Fall zusammengebracht. Das war ja auch noch tatsächlich vor der Zeit, wo ich selbst groß Streamer war. Es war gar nicht selbstverständlich, zu sowas eingeladen zu werden. Da war ich noch
GameStar-Redakteur, der allmählich zu Streaming-Events eingeladen wird und es ziemlich weird findet. Also cool, aber auch so, hä, was? Was passiert hier? Ich habe doch hier nur meine Texte geschrieben. Aber ich glaube, damals war ich schon ein bisschen mehr in Video auch unterwegs. Aber war der Beginn einer lustigen Zeit auf jeden Fall. Wer im Chat skeptisch ist, hebe ich die Hand. Wie der Chat glaubt mir meine Unschuldsbeteuerung nicht. Ich finde das nicht gut. Und so entstand das beste Strategieduo Deutschlands, liebe Kinder, in Klammern, die noch leben. Ja. Weil die Frage gestellt wurde, ich mag Crusader Kings 3 immer noch mehr als Victoria 3. Ja, aber ich finde, beides auch sind großartige Spiele. Ja, kann ich 100% so unterschreiben. Crusader Kings schreibt halt nochmal die witzigeren Geschichten und ist auch einfach nochmal mit Mittelalter mehr mein Szenario. Ja. Aber ich mag, man muss ja auch der Fans aber sagen, Crusader Kings 3 hat ja auch schon ein bisschen Entwicklung hinter sich. Ich bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von Victoria auch. Also ich glaube, das wird noch echt interessant. Die Radikalen steigen immer nur weiter. Warum, Leute? Ihr könnt doch jetzt alle auf den Tabakfeldern arbeiten, wo wir gutes Geld verdienen. Das Bruttoprodukt geht massiv nach oben, nur weil ihr davon nicht profitiert. Leute, das trickelt irgendwann schon zu euch runter. Wenn die Reichsten profitieren, geht's uns irgendwann allen gut. Ah ja. Was soll das denn? Warum glaubt mir niemand? Und warum kann ich immer noch nicht die Sklaverei erlassen? So, wir wollen, dass das Fleisch billiger wird. Das ist uns wichtig. Das Fleisch soll billiger werden. Und was wollen wir noch, was billiger werden soll? Fisch soll auch billiger werden und Porzellan soll billiger werden und Kleidung. Kleidung ist auch immer noch so ein riesiges Problem bei uns gerade. Wenn man die untersten Schichten verheizt, geht's bald allen gut, die noch da sind. Ich weiß nicht, ob das Coppelius Hofnarren-Emote es schlimmer oder besser macht. Es gibt mir Joker-Vibes. Trickle-Down-Prinzip mittlerweile widerlegt. Ja, richtig, aber wie Dark Enchanted korrekt schreit, als nicht im utopischen Griechenland oder Maurices Gütiger in Klammern Schreckensherrscher. Ja, hier funktionieren die, glaubt mir. Es ist nur eine Schreckensherrschaft, solange es nicht funktioniert. Ja. Je freier der Markt, desto freier der Bürger, für wahr. So und nicht anders ist es. Wer hat es gesagt? Maurice in Victoria 3 oder ein FDP-Abgeordneter? Könnten wir wirklich mal irgendwie ein Quiz draus machen. Alter. Wenn wir die ganzen Clips noch hätten, tatsächlich, könnte man wirklich mal so ein Ding machen. Wir machen irgendwie krass. 20 Ausgaben, Aussagen. 10 sind Christian Lindner, 10 bin ich. Und Chat muss erraten, wer es gesagt hat. Ja. Wow. Ich finde das gerade ziemlich... Ich finde diese Idee, ich mag sie irgendwie. Ich finde es richtig Wann wirst gut. Oh, gute Frage, die gerade kommt. Wann wirst du denn wieder für deine Chefin Pia ein Ränkespiel organisieren? Liebe Leute, nächsten Freitag, der 27.01. wird das nächste Ränkespiel steigen, denn ich habe mir natürlich die Anweisungen meiner Vorgesetzten zu Herzen genommen. Und Steinwallen und Pia sind bereits dabei. Sepp hat leider keine Zeit. Ich gucke gerade mal, ob ich noch ein bisschen mal vielleicht neues Blut reinhole. Guck mich gerade ein bisschen um, wen es noch geben könnte. Ansonsten gehen sicher noch Anfragen raus. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mit Pia und Steinwallen garantiert, dass es gut wird. Und alles Weitere ist Bonus. Um welches Spiel? Victoria 3, genau dieses, jenes hier. So ein Zug. Habe ich gar nicht gesagt, ne? Ja. Gut, dass ich Profi-Influencerin Pia dabei habe, die Bescheid weiß.
Richtig, Victoria 3. Und da ist, glaube ich, der Pool ein bisschen kleiner als bei CK3. Das haben noch gar nicht so viele intensiv gespielt im Vergleich, glaube ich. Ich glaube zum Beispiel, Nils hat es nicht viel gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Ich ja auch nicht, leider. Ich fühle mich immer noch wie ein kompletter Kacknoob dabei. Aber wir kriegen dich ja hier. Ne? Also naja, ich habe das Gefühl, der Weg ich zum Kapitalismus, dran. Pia, lehrt dich gerade vieles. Okay, ich habe jetzt gefunden, wo ich meine Artillerie bekomme. Es ist actually wirklich in den Waffenfabriken und sie werden produziert, wenn ich da auf Kanonen zum Beispiel gehe. Genau, ja. Was wird das Motto des Rennspiels sein? Das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube schon, dass wir wieder in Deutschland spielen werden, weil ich diesen Startpunkt, dass alle in einem gemeinsamen Markt sind, schon ganz cool finde. Diesmal muss auch Pia nicht das riesige Österreich allein verwalten. Boah, ich wäre echt dankbar dafür, wenn das nicht so ist. Irgendwelche Kleinstprovinzen in Deutschland alle nehmen. Österreich, Ungarn und einfach vom Anfang an 50% meiner Bevölkerung radikalisiert, weil sie unterdrückt werden, like. Ey, bei mir gehen die Radikalen jetzt voll runter. Ja, geil, der Tabakhandel bringt uns den Wohlstand, Leute. Bei mir geht's hoch, leider. Aber geil. Ich hab halt noch mehr Tabak, Leute. Geheimpolizei, ich krieg sie unterdrückt, bevor sie sich irgendwo aufstellen. Was? Jetzt haben wir. Oh, das ist aber, finde ich, gut. Eine Landwirtschaftspartei finde ich gut. Wir sind ja eine sehr agrarische Gesellschaft. Ich würde gern noch Roggenfelder haben, weil da kann man Alkohol drauf produzieren. Ich will ja eigentlich den Alkohol nicht über Fabriken produzieren. Warum sind die Industrielle mir gegenüber mittlerweile loyaler als die Großgrundbesitzer? Vielleicht, weil deine Politik so unterdrückerisch ist, dass selbst die Großgrundbesitzer sagen, ey, mach mal ein bisschen langsam, während die Industriellen sagen, die mögen mich auch auf die plus 10. Ja, aber die anderen ja noch mehr offensichtlich. Ja, aber das ist irgendwie hochgeschnellt. Die finden halt die Kinderarbeit geil, die ich habe, und die koloniale Ausbeutung. Ja, es sind ja auch zwei absolut vorzügliche politische, einwandfreie Sachen, Pia. Weiß gar nicht, was du hast. Aber clip it out of context. In diesem Spiel! In diesem Spiel. Ah, es gehen die Leute, es sterben wieder Leute. Es kommt endlich mal jemand, der die Sklaverei mag, Leute. Leute, kann ich irgendwas tun, um die Sklaverei irgendwie aktiver zu forcieren? Weiß das jemand? Kann ich wirklich nur darauf warten, dass jemand stirbt und jemand an die Macht kommt, der Bock auf Sklaven hat? Muss man doch irgendwie auf die nationale Agenda setzen können. Gut, dann arbeiten wir mal daran, dass wir unsere unterste Bevölkerungsschicht doch auf über 10 bekommen, damit die Radikalität ein bisschen abnimmt. Aber wir haben gerade einiges an Prestigeringen gemacht. Wir sind jetzt auf Rang 57 tatsächlich. Wir haben 3 Sprünge gemacht im Weltranking. Ey, bei mir ist das so geil. Die Oberschicht ist jetzt noch mal höher gegangen durch den Tabakhandel. Die ist jetzt auf 37. Alter. Aber die Unterschicht ist immer noch nur auf 10. Also weil du quasi Tabak reingebracht hast. Weil der Tabakhandel macht richtig Cash. Und davon profitieren natürlich die, denen die Felder gehören und nicht die drauf arbeiten. Klar. Oh, wem gebührt, jetzt wird auch gefragt, wem gebührt denn die Ehre? Den Eigentümern der Felder oder den Ernteorganisatoren oder den einfachen Leuten, die Tag und Nacht auf den Feldern arbeiten und deren Schweiß und Blut die Felder bessert? Ja, die richtigen Leute natürlich, die Grundbesitzer verdienen die Ehre. Ja, ihnen gehört es ja auch, alles andere wäre Diebstahl. Ja. Wenn Sklaverei einmal weg ist, kommt die, glaube ich, nicht wieder. Das ist ja schlimm. Die Sklaverei?
Ich dachte, wenn du einen kriegst, der ideologisch dafür ist, oder ist es wirklich, kannst du sie gar nicht einführen in Griechenland? Dann wäre mein ganzes Projekt ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja. Wäre ein bisschen scheiße. Dann bleibt ja nur noch eine tatsächlich einigermaßen sogar progressive Demokratie, die im Wettstreit gegen Pias unterdrückerischen Vatikanstaat überhaupt keine Chance hat. Jetzt argumentier mir doch nicht rational, MK Wenner, ob das Sklaventum Sinn hat oder nicht. Es geht darum, dass wir zurück ins alte Griechenland wollen und alles früher besser war. Und damals hatten wir Sklaven, also brauchen wir jetzt auch wieder welche. Das Problem ist das, ist keine Partei ist dafür. Wer ist denn für Sklaverei und wie kann ich sie aufkommen lassen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paradox keine Hintertür offen gelassen hat, um Sklaverei einzubringen. Stimmt, die kennen doch ihre Leute. Wollen wir einen beliebten, aber etwas unbeholfenen Kandidaten oder einen zielstrebigen, hochmütigen Jungspund? Wer klingt eher nach einem Sklavenunterstützer? Ja, ja, also es steht da, dass sie die Agenda automatisch verlieren, wenn man es abschafft, aber gleichzeitig kriegen sie sie auch wieder automatisch, wenn man es einführt. Das steht genau. Nämlich auch dabei. Das heißt, wenn es da steht, dass sie automatisch freischalten, wenn man sie hat, dann muss es doch irgendwie die Möglichkeit geben, das wieder zu bekommen. Ich glaube, Sklaverei einführen ist unmöglich, wenn sie einmal abgeschafft ist. Das wäre ja schlimm. Ist es dann vielleicht über den Kolonialweg möglich, dass du quasi dadurch, dass du irgendwo Kolonialstaaten hast und dort die Sklaverei erlaubt ist, dass du das quasi auf dein Land wieder überschütten lässt? Mhm. Wird auch gerade, es wird auch jemand gefragt, sollst du ein paar Amerikaner zu dir reinholen? Also Leute, dann brauchen wir zumindest als Übergangslösung die Leibeigenschaft. Also manchmal muss man auch in der Demokratie Kompromisse eingehen. Wir wollen die Sklaverei. Die Leibeigenschaft ist das nächstbeste. Sie ist so nah dran am alten Griechenland, wie wir gerade leider sein können. Also lasst uns dies anstreben. Das wird zwar haufenweise Leute radikalisieren. Ey, die Intellektuellen, da müssen wir jetzt echt mal was gegen machen. Ja, die russische Partei gewinnt super. Die englische Partei verliert witzigerweise komplett. Niemand wählt noch die schäbigen Intellektuellen. Doch, warum haben die noch 18,5% politischen Druck? Ich habe die, glaube ich, früher mal gestärkt. Die müssen jetzt unterdrückt werden. Die sind mir zu mächtig geworden. Weg mit euch. Wollen Sie okay. Revolution machen? Möchte ich die Leibeigenschaft abschaffen, damit ich meine Wirtschaft verändern kann? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Eigentlich will ich erstmal die Zensur weiterführen, weil dadurch, dass ich jetzt die Geheimpolizei eingeführt habe, also ich finde die Kombination aus Geheimpolizei und kein offener Dissens ist eine unfassbar geile Kombination. Das sind so zwei Gesetzesentwürfe, die schauen sich an und sagen, du verstehst mich. Oh, Karim ist bei mir im Chat bei mir ist er noch schlimmer als bei dir irgendwie. Er weist mich gerade darauf hin, die alten Griechen hatten ja auch Kolonien. Das ist natürlich, das stimmt. Ist doch großartig. Wo hatten sie denn ihre Kolonien? Das sollte ich wissen, aber ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Also wo haben die alten Griechen sich ihre Sklaven hergeholt? Dann gehe ich da auch hin. Praktisch im ganzen Mittelmeerraum. Okay, dann kann ich ja überall hin. Geil. Ich frage mich, ob Russland mich unterstützen würde, wenn ich mir Gebiet vom Osmanischen Reich erobern würde. Also die haben hier eine Grenze. Österreich und Russland, auf beide hätte ich Bock.
Lass ein bisschen Geld im Ausland lagern dann schon. Nein, Leute, wir werden jetzt nicht die Krim annektieren. Das ist gerade keine gute Idee, glaube ich. Scheint waren sie da auch. Okay, ja. Gott, es wird immer schlimmer hier. Aber das ist ein guter Hinweis. Wir haben das alte Griechenland, das gute alte Griechenland hatte auch Kolonien. Das heißt, wir sollten auch welche haben. Sobald ich Leibeigenschaft habe, ist das unser nächstes Projekt. Ich meine, witzigerweise, mein Lebensstandard im Durchschnitt ist sogar okay. Der ist Nummer 39 weltweit. Es ist halt nur so, dass es halt allen scheiße geht, außer den Allerreichsten. Mein Lebensstandard ist okay. Meiner ist 187 weltweit. Oh Gott. Ich arbeite dran. Erstmal arbeite ich an Waffen. Das ist das Erste, woran ich gerade arbeite. Aber... Und dann der Leben... Das sind gute Prioritäten, Pia. Erstmal die Waffen, dann der Lebensstandard. Wir haben jetzt einen Handelsvertrag mit der Toskana. Also, den haben sie vorgeschlagen. Ja, geil. Ja, erst Waffen, dann Lebensstandard. Waffen brauchen wir für unsere Wirtschaft. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht's uns gut. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht's ja allen gut. Ja. Eben. Ey, wir verkaufen so viel Tabak, wir können da wirklich sogar noch mehr produzieren. Das ist ja Hammer. Und wir brauchen irgendwie, auf irgendeinem Grund, die Leute fressen so viel Fisch bei mir. Das ist absolut faszinierend. Ja, das muss ich auch noch erhöhen, die Fischproduktion. Ich schaue jetzt tatsächlich, dass ich meine Bevölkerung ein bisschen entlaste, meine Arme. Nicht so viel, aber zumindest ein bisschen. Einfach nur, um im Verhältnis zur restlichen Welt zu beweisen, dass wir besser sind. Also bei mir läuft, die Leute radikalisieren sich immer weniger. Sie verstehen, dass ich nur ihr Bestes will. Mhm. Es braucht halt echt lange, um so Waffenfabriken zu bauen, ne? Ja. Also die brauchen echt lang. Gut, ich kann schon mal ein bisschen jetzt hinforschen auf die Sachen, die ne, hier. Hab Nationalismus, brauche ich noch. Pharmazeutika. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder gibt es denn insgesamt? Gute Frage. Was bedeutet Rang 40 weltweit, ne? Es gibt 207. Okay. Über 207. Ein paar von denen sind quasi dezentrale Nationen, aber von der Rechnung quasi, also es rechnet bis 207, aber ich würde schätzen, mit der Liste sind es irgendwie 300, die gelistet sind. Und vom Ranking sind 207 drin. Und ich bin, was meinem Lebensstandard angeht, auf Platz 187. Das ist echt schlecht. Also bei mir geht es wenigstens den Reichen gut, wenn auch sonst niemandem. Aber bei dir geht's allen scheiße. Aber wenn es allen schlecht geht, kann es auch kein Neid geben. Leute, ich suche keine Tipps in meinem Chat, damit es der Wirtschaft gut geht. Das ist nicht das Ziel des heutigen Spielstands. Monster. Ich habe davor auch schon eine ganz verärgerte Chatnachricht bekommen, was denn aus meinem Stream geworden ist, der früher getryhardet hat und jetzt wirtschaftlich dieses Spiel so runter, weil ich es nicht verstehe. Was soll ich sagen, Leute? Ich glaube, du verstehst das Ziel dieses Spielstands Leute, nicht. Wir tryharden hier richtig hart. Es sind nur andere Ziele als gewöhnlich. Wir arbeiten nicht an einer guten Wirtschaft. Das Ziel ist es, wer von uns beiden schafft das grausamere Land. Ja, ja. Also ich meine, mein Land, ich will schon, dass das Geld fließt. Aber halt zu den richtigen Leuten. Ja, leider habe ich jetzt die Leibeigenschaft noch nicht geschafft und muss damit auch für heute mich verabschieden. Ohne funktionierende Leibeigenschaft. AK. Ja, schade, das ist Katastrophe, ne? Ohne die funktionierende Leibeigenschaft schon wieder.
Also ich meine, heute, glaube ich, habe ich schon einen Fortschritt gemacht, was die Verschlimmerung meines Landes angeht, weil ich die Kluft zwischen Arm und Reich wirklich durch die Tabakplantagenwirtschaft aufs Großartigste auseinandergetrieben habe. Aber da geht noch mehr. Also ich hätte echt gern die Sklaverei, irgendwie ist es mir nicht geneigt. Also wird jetzt halt die Leibeigenschaft erstmal. Du dagegen bist auf dem Kriegspfad, wenn ich das richtig verstehe. Nein, was hast du für Kriegspfad? Waffen. Nein, das mache ich nur für das Prestige-Ding. Also ich möchte Italien vereinen. Ich habe meinen Prestige erhöht, damit bin ich glücklich. Aber ich finde, die größte Errungenschaft meines heutigen Streams ist es, dass ich einerseits die Geheimpolizei eingeführt habe, was eine großartige Geschichte ist. Und gleichzeitig habe ich die koloniale Ausbeutung eingeführt. Das heißt, meine Gesetzeslage in meinem Land ist Weltklasse. Wir haben nationale Überlegenheit, das heißt, wir sind rassistisch. Wir haben eine Autokratie, also keine Demokratie. Wir haben Nationalmilizen, wir haben Erbverwaltung. Das heißt, die Leute können nicht mehr gewählt werden, sondern erben ihre Positionen. Wir haben eine Geheimpolizei und sind auch quasi in unseren Institutionen auf Stufe 4 beim Amt für Inneres. Das heißt, -40% Fortschrittstempo für Revolution und Protestbewegungsradikalität. Wir unterdrücken einfach schamlos alles. Ich finde, wir bewegen uns in eine richtig gute Richtung. Die Besteuerung muss noch ein bisschen besser werden. Da müssen wir noch ein bisschen woran arbeiten. Und ich würde gern für den nächsten Stream den offenen Dissens auch noch verbieten. Der funktioniert nämlich großartig in Kombination mit der Geheimpolizei. Ich bin glücklich. Und allen geht's schlecht. Ich bin auch, also ich glaube, dass das, ich meine, jetzt werden sie gerade wieder ein bisschen radikaler, aber so alles in allem hat sich das Volk schon in sein Los gefügt bei mir, Schritt für Schritt, habe ich den Eindruck. Die Industriellen haben so ein bisschen ein Problem, ich weiß gar nicht, muss ich nachher mal gucken, warum die so wenig Bock auf mich haben. Aber ich glaube, das ist gut. Wir werden weiterschauen, wie das hier so, ich glaube, dieser Contest, da geht noch ein bisschen was. Wir schauen einfach mal.